Es ist ein reines Vergnügen. Es ist ein reines Vergnügen. Herrlich. Moin. Moin, moin. Warte mal. Den Eigenschaften und den Konfi und den da. Hallo. Hast nicht wahr? Hier noch ein bisschen mehr Wärme rein, nicht dass ich hier schon wieder für völlig blass weggestempelt werde, oder was? Mein, nichts anderes bin ich, aber. Ein herrliches, aber kurzes Vergnügen. Es ist so, es wird ein kurzes Vergnügen. Villa Cupra, zweiter. Vielen, 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 vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend gesagt. Moin, denn. Und alle anderen. Oh, warte mal, später nachfragen. Nö, abbrechen. Okay. Tom der Brecher, Freddy, der Macker vom Acker. Einen wunderschönen guten Abend. Renew. Herzlich willkommen neu auf dem Kanal. Und Malte92 auch. Wunderschönen guten Tag gesagt. Fabse, moin, Zen. Sweet Longy. Debur Zetrik, einen wunderschönen. Was ist mit dem Titel los? Wieso? Was macht der Titel dann? Klanski, mein Sportspartner. Gerade noch zusammen ein paar Squats gemacht und schon haut er die 15 Monate raus. Jo. Vielen, vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. Bis gleich. Herrlich. Adriano Moinsen, Flo Fischer, wunderschönen guten Abend. LS Agrar ist mit dabei. Fiete Dry, Moinsen. Urbi, Tag zum zweiten, du Moosröhre. Was? Kenn ich nicht das vor. Heiko, grüß dich. Macker vom Acker. Boah, moin. Willst du mitfahren oder was? Mais? Wir haben hier, hier Generation 6, den neuesten Fan, alles Chicobello. Wir haben 900 TMS, was du auch, also Fan bist, wo das Auge reicht. Falls du Bock hast, kommst du einfach rum. Flo Fischer, schönen guten Tag. Real X, Enox, moinsen. Black Cobra hatten wir. Niggi, grüß dich. Janis Regert, moinsen zum zweiten Mal. Ich habe eigentlich von mir und nicht von dir gesprochen. Moinsen. Oh, wow. Ja, Fisch, Cedric, da ist kein Titel. Wie, da ist kein Titel? Chat ist wirklich, habe ich keinen Streamtitel oder was? Ist der weg oder was? Sag mal, hat er Sabbelwasser gesüffelt oder was? Nee, doch nicht. Oh, eventuell. Ja, Chris, sag's Bescheid. Also mir ist geplant bis 22 Uhr. Ich muss mich ranhalten. Ich muss ein paar Hektar Mais mitmachen und schaffen. Ich muss schon ein paar fuhren. Ich werde ja bezahlt nach Touren. Da muss ich schon ein paar schaffen. Also heute muss ich richtig ins Eisen gehen. Der Bam Bam, grüß dich, moinsen. Astra G18, moinsen. Nö, Titel ist da. Nein, ist da der Titel. Eins klar. Chicky Kiki, moin, grüß dich. Alles klar, danke, 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 danke für die Rückmeldung. Mais ist heiß, yo. So ist es. LS Flow, grüß dich, moinsen. Kickdown. Es muss sich beeilen werden. Es ist so. Es ist eine reine Beeilung. So arm. Minius ist online. Ausrufezeichen Multi. Den richte ich jetzt auch nochmal ein. Arminius ist mit dabei. Was? Ich den. Verarztet das ja nicht. Vito, grüß dich. Moin. Wo haben wir Multi, Multi, Multi? Bearbeiten. Arminius. Einmal auch. Maurox, grüß dich. Moinsen. Moin, kannst du mal deine Hunde zeigen? Nee. Grad nicht. Zeddo, grüß dich. Wo hast du den Lenkknopf her? Aus dem Internet bestellt. C. Taifu, grüß dich. Moinsen. Maurox, Alter, sieben Monate. Nummer. Ist eine Nummer. Vielen, vielen Dank. Hörst du sammeln, wenn du noch was schaffen willst. Ja, die anderen wollen auch gleich noch sammeln. Und dann können wir anfangen.
Armin hat den falschen Titel. Ah. Dem Bauer Markus, grüß dich. Habe die Ehre. Moinsen. Harakirix, Mortit. Moin nochmal. Werner, grüß dich. Schönen guten Abend. Ein wunderschön. Und Holgi ist auch mit dabei. Ein wunderschön. Genau. Moin, moin. So. Das hat immer noch nicht angezeigt. Der hat den gleichen Streamtitel wie vorhin. Dann muss ich das mal so. Müssen wir da mal jetzt. Guck mal hier. Jetzt hier an. Warte, ich muss das ja natürlich euch mal mit einmal reinholen. Und Trecker-Fan, grüß dich, Moinsen, Kashibu, auch wunderschönen guten Tag. Und Worm 007. Ich muss übrigens mal ganz kurz, bevor wir anfangen, es könnte sein, dass ich mich nicht richtig rechtzeitig muten kann hier. Irgendwie. Ich kann immer nur über Discord muten, wenn ich auch die Oberfläche angewählt habe. Eventuell muss ich da. Warte mal. Das sah weird aus, ne? Wir machen da nochmal eine Hotkey-Umbelegung. Hotkeys. Hotkey hinzufügen. Don. Ein- und ausschalten. Machen wir wieder. No. Noch ein Hotkey hinzufügen. Ausgabe deaktivieren. Jetzt. Los. Da. Gut. Dann geht das. Machen wir nochmal eben aufs Stream weg. Was? So, mal sehen. Michi, grüß dich, Moinsen, der Kratos, moin aus Sachsen, Grüße zurück nach Sachsen zurück. Und Trecker-Fan, ob Felix dabei ist, davon gehe ich fest aus, ja? Einen wunderschönen. Hier, ne? Gehen wir mal von aus, das soll wohl klappen. Ja. Das soll wohl funktionieren. Wenn es gut mitläuft, ja. Ja, sicher. Warum denn nicht? Das ist nicht einfach mal eben so beigehen. Was bei also, der 4? Ja. Warum? Ja, wie warum? Das ist nicht einfach mal eben so getan. Nicht? Nee. Hallo? Mit einem Hacker? Zwei. Also, Digga, wir haben die 17 runtergeholt, also. Ja, die 17 mit zwei Hacker. Ja, das und? War auch noch um die Ecke, aber ja. Wie viel sind wir denn heute? 1, 2, 3, Tobi. Es klappt. Da. Moin, Adrian, vielen Dank. Ich fahre jetzt ja auch nicht mit 10 km durch Mais, ne? Ja, vielen, vielen Dank für zweimal 100 Bits, also 200 Bits. Vielen, vielen Dank, Adrian. Dankeschön. Hopp, hopp, einen wunderschönen guten Abend. Luzi, moinsen. Ja, Alter, wahrscheinlich. Aber wer auf dieser Map die 17 runtergerockt hat, Alter, der muss sich da echt keine Gedanken machen. Nee. Moin. Hallo. Moin. 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 Moin, ey. Wer ist das? Ist das so leise? Ach, Armin ist das. Leise. Ich bin zu leise. Echt? Nee, alles gut. Ich mach lauter. Ich mach's hier lauter. Kein Problem. Alles gut. Hast du noch Zeit heute? Cool. Jo, passt. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Fips, dankeschön für die kleine Sporteinheit eben. Hat mich gefreut. Das ist gut. Ich fand das gerade so ein bisschen geil. Ich musste mal sein, ey. Ja, auf jeden Fall. Da ist noch einer. Ja, moin. Ist auch so leise. Der steht auf 40%. Das ist Lance, oder was? Ja. Ja. Jetzt ist er auch wieder laut, ja. Also irgendwie hat sich das hier alles verstellt. Bei mir hat sich auch alles verstellt. Michi ist auch, der habe ich noch gar nicht gehört, aber der ist auch auf 40%. Den stelle ich auch mal wieder auf 100 gleich. Oh. Was ist denn das hier? Werner sagt, Armin und Dirk hören sich ziemlich gleich an. Wer sagt das? Werner. Der Burning Gamer Werner.
der Lieblings-Werner kann er nicht sein. Die hören sich, ihr hört euch gleich an. Identisch, würde ich sagen. Könnt ihr mal nacheinander was sagen? Das Gleiche? Werner? Oh. Armin zieht nicht mit. Zu hören bei mir im Stream, aber warum denn? Stimmt, tatsächlich habt ihr wirklich eine ähnliche Stimmfarbe irgendwie. Stimmlage so ein bisschen, ne? Ja, ja. Stimmt. Mach keinen Scheiß, Alter. Hat mega funktioniert. Also, musst du dich ändern. Moin, Robsel. Moin, moin. Robert, moinsen. Taro. So. So, oh nee, anders. Ja. Da mal gleich zum Hacker, wa? Robert! Danke dir. Küss dein Auge. Gerne, gerne. Offenes Auge oder. Ich wollte gerade sagen, mit Zunge oder? Ja, ja, das. Wenn du nicht hinguckst. Auge Gottes mit Zunge. Uah, Gottes Willen, ey. Ah. Offenes Auge oder soll das Auge zu sein? Oder am Fuß, diese Dinger. Michael, guten Abend. Ich, das ist am besten um einen halben Meter lang. Moin, Männer. Michi. Scheiße. Männer Michi. Ja, Männer Michi. Da haben wir doch. Moin, sein Michi. Moin, moin. Mann, volles Haus. Moin, moin. Das Mais lässt sich keiner nehmen, ne? Mais, komischerweise sind sie alle da. Ja, komisch. Ja. Eichelartig. Vorhin beim Abwaschen noch am Fenster einen Häcksler vorbeifahren sehen. Da dachte ich mir so, nein. Ja. Ja, hier waren sie auch wieder unterwegs. Das hat ordentlich durchgeregnet heute. Das ist ordentlich eine Schlammpartie hier draußen, also Real Life. Aber da hatte ich dann tatsächlich auch keinen Bock, ne? Wenn ich nicht muss, dann nö. Ja, das glaube ich. Lieber hier am Schreibtisch. Bei auf dem Nachhauseweg sehe ich dann ja so, wenn ich über die Schnellstraße fahre, links sehe ich dann ja die BGA. Und da war einer mit dem Trecker drauf. Also ich glaube, der Hügel, der war bestimmt 10 Meter hoch. Also ist irre. Ja. Vor den Hügel gesehen, der war bestimmt 15 Meter hoch. Alter Falter, ja gut, das war auch nicht direkt an der Straße dran, war schon weiter weg, ne? Aber das sah gigantisch aus, wie hoch der da hochgefahren ist. Maxi Klinger auf die Hacker. Auf den Häckselberg, ey. Wahnsinn. OLS. Wo sind denn die Hacker, Michi, bei euch? Die Hacker bei uns? Ja, also Gott sei Dank bei uns im Dorf dieses Jahr nicht. Nein, hier, MVP hier. Feldeinfahrt, Feldeinfahrt, Feldeinfahrt schon? Ach so, das weiß ich nicht. Da hast du schon was vorbereitet, Fitz? Ja, ich habe die einmal nochmal repariert und aufgetankt. Also die der Typ, ja. Nee, ich bin moin, zwar im Spiel, laufen. Aber moin! Moin! Moin. Beim Shop oder was? Doch! Nein, nee, bei uns, nee, nee, am EU. Am Hof. Wo denn? Bei der verkaufte Fahrzeuge, Robert! Also, wir brauchen neue Maschine. Lass mich, wir müssen live dabei sein. Lass uns doch, das ist doch ein großer Event. Hier wird einfach nur immer gesynkt. Gesynkt, gesynkt, gesynkt. Ja, das stimmt. Ja, Handlungsspielraum klein heute. Ich würde auch gerne, ich will ja euch helfen und desto schneller wir anfangen können, desto mehr kann ich helfen. Ich habe nur bis 10 ungefähr Zeit heute. Ich würde gerne ein paar Touren fahren für euch. Ja. Gucken, ich muss gleich erstmal meinen Chat begrüßen in ungefähr anderthalb Minuten. Und dann besprechen wir das ja sowieso alles noch durch am Imbiss, oder? Ach so. Oder nicht? Weiß ich nicht, ich denke schon, ne? Also ich stehe da auf jeden Fall. Weiß ich schon. Ja, ich warte. Ich stehe da, glaube ich, auch schon rum. Oh, das siehst du. Bin wieder da. Oh, was? Wo stehst du? Hips? Hinter den Silos, hör mir, genau. Jo, ja. Jo. Jo. Mal gleich das Gefährt mit. Hey, Finger weg hier! Das gibt's ja wohl nicht, Frechdachs! Warte, check nochmal ein und aus, bitte. Nur, ich gehe nicht rein, Schwoggle, aber check nochmal bitte ein und aus. Das ist ein Headtracking. Ja. Ich hatte ja auf dein geschriebenes geantwortet, allerdings also ist da auch noch Klanski. Ich weiß nicht, ob du das Tracking jetzt geändert oder was weiß ich. Keine Aufzeichnung. Ahnung. Also die Kopfbewegung wird anhand dieser drei Sensoren hier aufgezeichnet.
Bin ich. Oder und Tracker jetzt? R5, genau, danke Michi. Maler 90, grüß dich, Moinsen. Ja, warte mal, ich habe jetzt gerade... Ja, jetzt bist du weg, alles klar, ja, ist gut. Meinst du jetzt das Private? Ja, genau. Ja, ich wollte auch noch nachschreiben, aber ich habe in letzter Zeit... Boah, es tut mir leid. Nee, nein, das musst du nicht leid tun. Ich wollte dich nur darauf hinweisen, weil hier bist du ja Fips und da bist du Klansky. Jetzt habe ich gedacht, hast du dein Konto irgendwie oder keine nein, Ahnung. Nein. Nee, alles gut. Oh, denn, Männer, wollen wir loslegen oder was? Beten wir tun oder? Ja, ich sag mal eben Check und Niedersachsen Tag. Gaming, moin. Bitte? Ein herzergreifendes Moin Moin an die Kollegen und die entsprechenden Zuschauer. Hallo. Moin. Hallöchen. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. So, Stefan, moin. Auf mich oder wie? Immer. Ja, es ändert sich auch nichts. Aber guck mal, ja, pünktlich. Abgehoben da. Bin pünktlich. So, Armin, bist du heute auch live? Ja. Geil. Ich bin auch da. Mal gucken, ob die Mods den Link noch rausbekommen. Dann kann man das noch mit ein bisschen verteilen. Haben wir noch eine Sicht mehr. Sehr schön. Mais häckseln heute, ja? Unsere 14. Nee, 14? 4. Eure 4. Ah, Mann, ey. Ja. Unsere 4. Genau. Kurze Besprechung, habe ich irgendwas unterbrochen? Wollt ihr ein Gespräch noch fortführen, bevor ich hier zur kurzen Lagebesprechung komme? Nee, fang mal an. Geht ja schnell. Wir werden die 4 runterhacken und werden das Ganze natürlich zu uns bringen. Der Weg von der 4 bis zu uns zieht sich natürlich ein bisschen. Genau, Worker. Ihr alle kennt die Durchfahrtssilos im nördlichen Bereich bei uns auf dem Gelände, wo wir auch schon krass reingefahren haben. Ja. Dort das linke. Das linke davon, das ist leer, das seht ihr da schon, da kommt das rein. Dirk wird dort wieder verdichten, der manövriert an alles dort, dort der Chef. Ja, und ansonsten alles wie immer. Matze sitzt auf dem Bock und der Rest fährt ab, wenn er Bock hat. Oh. Ein Häcksler nur? Bitte? Ein Häcksler wollt ihr nur fahren. Das klingt ja wie ein Vorwurf. Ja. Ja, die Kette, also am Anfang wird es sich ein bisschen aufstauen, aber der Weg ist halt schon ein Stückchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ja. Silo und da sind wir bei 6, ne? 6, genau, und ein Fahrer. Sind wir 8, ja, genau. Ja, wir können es nur probieren, ne? Also zur Not Schild habt ihr, ne? Ja. Gewicht für hinten auch, oder muss ich mir da eins dran packen? Habe ich nur den Roller, ne? Ja, ich glaube, wir haben den Roller. Ja, der macht wenig Sinn. So, zwischendurch schnell verspätet. Moin, hallo, Felix. Hallo, Michi, moin. Na, alles klar? Oh, ja, klar. Du packst mir einfach so mein Gewicht hinter und... Ich habe Felix gerade schon ein bisschen lauter gemacht. Habe ich auch gesehen. Danke. Otti, so, was moin. Haben wir denn jetzt nein, noch nein, nein, Stefan, zu tun? Alles gut. Genau, Armin, wir haben zwei Gespanne bei uns, ne? Wir haben die Drehschemel am Hof. Ich wollte jetzt auch gerade organisatorisch fragen, ob es auch irgendwo vielleicht Abschiebewagen gibt, die ein bisschen besser übers Silo ziehen lassen. LU, habt ihr da vielleicht was? Oder könnten wir uns beim Landkreis was anmieten? Also wir haben auch nur einen Ladewagen und einen Dämmler. Also ich glaube, die brauchen wir heute dann selber. Dann okay. Holt euch doch vielleicht was über den Landkreis oder so. Das wollte ich hören, danke. Ja, da habe ich doch schon was gelesen, da Showmaker oder sowas in der Art wollte angeschafft werden oder irgendwie so, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich glaube, die waren ganz gut wegen der Abladegeschwindigkeit. Haben wir den Fliegel hier drauf, Lance? Weißt du das? Der kleine Schale will zu fahren? Wieso, der hat auch 46.000. Ja, 24 oder so. 26, 27, wirklich? Ja. Aber der ist auch nicht drauf hier, ne. Nein. Aber ich, ja, oh gut. Na, kick wie Moll. Alles klar, dann ran an Speck, oder? Jawohl. Ja, wer macht denn jetzt was? Habe ich jetzt irgendwas? Ich bin Abfahrer. Die letzte Minute Abfahrer. Wer hat denn? Matze hat sich den Johnny geschnappt. Der ist auf oder von. Ja, kann sagen, der. Genau. Der ist heiß wie Mais, ey. Wie Popcorn. Ja, ist ja auch richtig. Und wer noch mal in welches Feld? Die 4. Ja, mit der 4 fangen wir heute erstmal an. Okay. Und dann, wenn wir weitermachen wollen, haben wir ja bei uns im LU noch die 21. Das muss zum Außensilo.
Da werden wir aber wahrscheinlich wohl nicht alles häckseln, okay, sondern genau, einen Teil dann auch dreschen. Dreschen. Außer, jetzt kommt's, Whiskyhof, ihr hättet noch Interesse an mehr Mais-Silage. Nee. Okay. Abwarten, wie wir hier runterkommen, ne? Ja, ja, weil wir kriegen das bei uns nicht mehr unter. Gut, dann mache ich auch einen Abfahrer, sehe ich das richtig? Ja, alle, ne? Alle ab, ja, genau. Alle, ja. Alles klar. Es sei denn, dann, wir stellen fest, dass es halt zu krass ist und dann, ja, dann kann man ja, ne? Ja. Wie viele Abschiebewagen brauchen wir denn dann? Na, was heißt Abschiebewagen? Alle. Du kannst ja mit allem möglichen fahren, ja? Also ich würde unseren Ladewagen zum Beispiel nehmen. Ehrlich? Ich kann dir den Schüttemaker, den kann ich dir empfehlen. Bitte? Ehrlich, ne, Armin? Schüttemaker. Ich würde gerne den Dabbler nehmen, wenn ich darf. Ja, gut, dann nehme ich nämlich den Klaas. Genau. Armin, soll ich dir wieder einen aussuchen? Ja, mach das. Wenn du dabei bist schon. Len, stell also, mir einen Moin hin da. Alle mit beigen Felgen, ist das in Ordnung? Danke. Oh, ja. Moment, Lenz, ich sehe dich im Stream, wenn ich da Multistream laufen. Am besten ganz beige machen. Gegenwärts, danke schön. Ich habe so ein großes Vertrauen zu dir. Ich mache blind sozusagen. Fehler. Oh. Ich glaube, mein Hattrick ist alle. Der Klassiker. Oh. Dafür geht der Ton aber. Also sei ja, zufrieden ist, mit dem, was du hast. Wenigstens was, ne? Sei zufrieden mit dem, was du hast. Genau. Oh, muss ich mich erstmal als Administrator melden. Administrator? Wenn's gut läuft, dann ja. Administrator. So, genau, wir müssen, hat das LU, habt ihr jetzt mit den Wägen euch organisiert hier? Ja. Das ist gleich soweit, ja. Sehr gut. Sorry, ich war gerade ein bisschen abwesend. Nö. Etwas sagt ihr, ich hätte eigentlich Bock auch mit der, hier so einen dicken Lohner Feedliner zu fahren. Ich habe mich hier mal ein bisschen runtergedreht. Guck mal, vielleicht so. Ist das besser. War ich zu laut? Fette Lohner-Kiste oder was? Oh. Oh, ist das zu krass? Oder ist das zu krass? Ich glaube, das ja, ist zu gut. Viel Flex für die anderen, oder? Was meint ihr? Oder eine fette Class-Geschichte. Ja, Freunde, Multistream habe ich jetzt Felix Lenz und Aminosäure auch mit bei. Falls ihr da Interesse habt. Aminosäure. So ist das. Aber Felix, dein Kanal ist offline oder muss ich meinen Monitor aktualisieren? Ich hoffe, ich bin nicht offline. Bin ich offline? Nee, wahrscheinlich muss ich aktualisieren hier den Browser. Nee, ist nicht. Ich hoffe es. Welchen stellen wir denn? Wo habe ich denn das Fahrzeug geparkt? Stellen wir denn hier? Also ging es mir auch eben. Michi hin? Rob? Hier steht's ja ab. Rob, muss man ein bisschen aufräumen hier. Was aufräumen? Wie, was jetzt? Ja, hier steht sieht doch aus wie geleckt hier. Na. Ja, nur alles gut. Nein, ihr müsst nicht aufräumen. Passt schon, so wie es ist. Na. Hör mal. Wo ist denn das Schild? Kann jetzt mir das jetzt für sagen? Armin? Ja, das ist vorne beim Keil-Silo. Das ist in Ordnung. Dieser Unterstand dort. Perfekt. Sorry. In Arvin. Ja, sorry. Er war aber letztes Mal mit der Animation so doof. Irgendwie. So ein heftiges Teil, ne? Nicht die BKT drauf, bitte. Hallo? Achso. Hallo? Ich quäl schon hallo, ich dachte, ich kann schon wieder nichts mehr hören, ey. Komm, und den noch, ne? Kann ich hier nicht angucken. Genau, da ganz rechts außen müsste das stehen. Yep. So, für Tarnewitz stehen drei fette Dinger da, unterschiedliche da, ja? Unterschiedliche, okay. Da stehen vier. Da fängt schon an. Dann hat der jemand anders ja auch noch. Ja, das war ich. Okay. Krieg ich die Schläuche da nicht ran? Das ist natürlich wieder schwierig jetzt. Soll ich einmal kommen? Tobi, welche ist denn deiner? Freddy, grüß dich, moin, Sven. Der Shooter-Maker.
Manu, moinsen. Ja, wichtig, welche Felgenfarbe hast du, Tobi? Schwarz. Okay, für mich, für Armin hatte ich auch die schwarzen genommen, also müssten zwei in schwarz. Felix, euer Schwarz und PKT? Welchen nimmst du denn, Lenz? Ich bin offen. Also mich stören die beigen Felgen auch nicht. Den kann ich auch nehmen. Ich kann aber auch den Harve fahren. Mir ist das so, ich war Lachs. Na komm, koppel an, was du machst. Du bist als Erster da. Du hast freie Wahl. Lass mal so ein bisschen voreinander, weil ich komme sonst an das Schild nicht ran, ne? Was ist? Ja, Armin, wo bleibst du? Wir hätten schön als Kolonne fahren. Ich bin runter. Ja, ich bin jetzt unterwegs. Ja. Ach, wieso steht denn da jetzt? Bist du über den Damm gefahren oder wo bist du längst? Nee, ich bin die andere Strecke gefahren. Wir müssen ja über den Händler fahren, ne? Ja, sorry, das wusste ich nicht, dass er sich da so. Alles gut, nur der war ganz langsam, Armin. Umgekippt zu sein, ja. Oder was ja. Es stehst da, fangen wir an, ja? Hä? Da, wo du jetzt stehst, da fangen wir an. Hier sind mehrere auffahren. Ja, hier fangen wir an. Luzi, hau rein. Wünsche viel Spaß beim Zocken, nein, nicht wahr? Aber gleich da. Ich glaube, ich bin der Erste. Was ist er denn? Matze ist er so. Arno, grüß dich. Ich wollte gerade sagen, als wir noch das mach erste, mal was mit viel Inhalt. Unter 4000 ist Schubkarre. Ja, auf jeden. Heute wird richtig Oberlohner gefahren hier. Wahrscheinlich. Nützt nix. Endlich mal wieder die dicken Pötte hier. Der Wagen muss drauf. Wo bleibt hey denn? Armin, wo bist du? Ja, ich bin hier lang immer. Ich Armin, bitte melden. Hier gleich um eine Kurve und dann habe ich dich. Ich bin jetzt schon über die Kuppe. War ich jetzt? Ich glaube, ich fahre rechts rum. Schlauch. Ja, da komme ich gerade hoch. Ja. Ja. Bin ich schon wieder um den Winkel? Du musst auch bedenken, meine Lola ist ein bisschen älter. Ja, wie ein geölter Blitz, also was die schon an Stunden runter hat. Ah, ich sehe dich. Sehr gut. Surfer müssen wir dann mal noch beschleunigen. Oh ja, auf. Ja. Oh geil, geht das in die Nacht rein heute? Schön. Herrlich. So, wo fangen wir denn an? Ist das da an dem östlichen Teil oder unten links? Hier. An der Straße? Bitte? Fangen wir an der Straße an oder auf dem Feldweg? An der Einfahrt? Hier. Rainer, grüß dich, moin. Jut. Genau, das ist über eine Seasons XML einfach nur angepasst. Gibt's eine Anleitung? Ausrufezeichen Season. Da findet ihr in Discord, wo das erklärt wird. Metall, grüß dich, moin. Exit zur Straße hin. Ja. Seid ihr schon bei? Nee. Ich hab noch keinen Abfahrer da. Ich bin gleich da. Ich auch. Ich bin auch unterwegs. Bin all hier. Matze, was hast denn du schon wieder zwischen den Zähnen? Wunderbar. Stück Fleisch von heute Mittag noch, oder was ist das? Nee, nicht mehr. Nee. Ach so. Ich glaube, so knusprig werden die Wederpferdefleisch nicht. Den Riegel da, Fips, den hatte ich vorhin auch schon wieder zwischen den Beißern. Ich meine, sind schon wieder alle. Der Mist. Ja. Immer im Fünferpack und mal fünf. Dann reicht es gerade eben. Das ist Fünferpack mal fünf. Das kann ich mir leider nicht erlauben. Nur einteilen, das ist wichtig. Beherrschung. Ja. Oh, jetzt kommt die Betonmischerstelle hier. So, die Mais-Saison 2021 auf der MVP ist hiermit eröffnet. Yeah. Ich wollte schon sagen, auf der MVP hast du ergänzt. Hey. Oh, sorry, mein Gewicht drückt ein bisschen, wa? Ich bin direkt falsch gefahren. Ravi, grüss dich. Danke fürs Vorwarten. Nee. Das ist doch eigentlich meine Aufgabe, Felix. Ah. Ja, was ist los mit dir? Weiß ich nicht, ich bin so heiß auf Mais. Ja. Matze achtet aber nicht drauf.
Warum lädt er denn nicht ab? Will sie nicht, warte mal. Ich wollte vorhin eigentlich noch einen Überladewagen vorschlagen, den von hier diesen Annaburger Fieldliner oder wie der heißt. Wäre auch mal was gewesen, ne? Mhm, aber es gibt den auch im Standardspiel, der habe ich noch mal getestet. Der hat auch Schläuche, Zapfwelle und so weiter, ist alles schon... Kannst du das Rohr noch mal ein- und ausfahren vielleicht einmal bitte? Aber ich glaube, die Fiel, das ist doch die Strecke, das ist doch das Feld direkt vor euch, oder? Im Hof? Die Vier? Ne, die bei uns? Ne, das ist hier Richtung 25 Wiese. Also. Da so Pferdehof vorbei und dann... Ah, gut. Ich glaube, du musst ein bisschen weiter ran. Ich will ein bisschen Strecke fahren. Ah, jetzt. Ja, jetzt stimmt. Hast du recht. Armin, hast du ans Tanken gedacht? Mal langsam an. Wie schnell fahren wir? 7. Okay. Wollt ihr gleich hinterherkommen oder warten auf den nächsten? Ja, ich denke mal, dass. Also, so wie Matze das macht, ist das äußerst clever, weil vielleicht kommen wir bis zur Straße. Zum Rausfahren dann. Matze, ich muss mal die Seite wechseln, lass mich mal ganz kurz einmal vorbei. Aber ich denke, Fips wird dann 100 pro rückwärts fahren. Nee, wird er nicht. Oder nicht? Nur wieso nicht? Ach doch. Okay. Du hängst am Ball. Ah, Ronos, moinsen. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir denn? Also, ich kann mich nicht beklagen. Ist ja immer irgendwie ein Highlight, hier in die Maisernte reinzukommen. So, fette Abschiebewagen-Action hier und beige Felgen. Nur zum Ärger natürlich. TLMTB, moinsen, grüß dich, herzlich willkommen auf dem Kanal, moin moin. Mike, danke dir auch für dein Follow und herzlich willkommen hier, moin moin. Schnell weg, dass Armin hinter uns bleibt, damit er sich das auch immer angucken muss, was wir hier fahren. Weißt du, was ich meine? Hast du gesehen, Armin? Guck mal, wie geil das aussieht. Geil, oder? Spricht nicht mehr mit mir. Kann ich verstehen. Das ist gerade gemütet. Ja, ja. Oder er will nicht mehr. Nee, ich glaube, er will nicht mehr. Jetzt hörst du mich wieder? Ja, ach so, Ah, ich hatte. Aha, verstehst du? Ich habe aus Versehen deinen Wagen genommen, Armin. Kann nicht sein. Du hast bestimmt so hässliche Felgen drauf da. Mhm. Felgen ja, aber nicht hässlich. Aber geh ein bisschen runter vom Tempo. Zieh ich immer so rund. So. Ist hier noch irgendwo eine Feldauffahrt? Ach genau, ich hab's mit der 7 verwechselt. Ich dachte, eure 7 ist fällig. Okay. Nee, die 4, die ist irgendwo da hinten bei uns, glaube ich, fast, ne? Naja. Ja, quasi, ja. Zwischen dem großen Teich und von uns, ja. Also. Es gibt dann noch eine Feldauffahrt, auf jeden Fall auf der Straße, die dürfte dann auch hinlangen. Hilo, grüß dich, ja auch zum zweiten, ja, moinsen. Genau, das ist Kacke relativ, moinsen. Ja, Richtung zu euch, definitiv. Einfach Malte auch, grüß dich, moinsen. Lenz auf Twitch wird alles andere abgesagt. Arono. 85. Ich hätte gerne das Selbstbewusstsein, um zu sagen, so gehört sich das. Aber nein, ich freue mich natürlich. Dankeschön fürs Einschalten. Und dann viel Spaß beim Schauen. Oh, stopp. Hört sich schön an. Oh, der Karren ist voll. Abfahrt. Maisbits, Alter, Tilo. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Nee, das komm. Tobi, übernimm mal. Der nimmt nicht mehr, nichts mehr rauf. Ja, setz mich mal hinter dich, Matze. Komm mal hier links weiter. Oder, warte, oder geht das so? Weiß nicht.
Du rede lauter, bitte. Ja, hat er. 7 Kamera, ne? 7, jawohl. Muss näher ran. Oh, doch rückwärts, ne? Luis, moinsen. Ja, ja. Bisschen Schierbeißband, recht hier. Fühl dich, da kann ich nicht. Sogar mit Warnblinkanlage hier im Feld, der Mensch. Ja, geht rein, ja, ist gut. Pipsi, jetzt mal noch gewartet, hier vorne kommt gleich noch eine Ausfahrt. Ne, echt jetzt? Ja. Na ja. Ja, gut. Stopp, Matze, Seite wechseln. Wie jetzt? Hinher? Oh, Matze, Felix sagt, vorne ist eine Ausfahrt. Ich seh das Rohr, ich fahr dem Rohr hin. Ja, die, dort wo jetzt, Tobi ist. Ah ja, alles klar, danke. Irgendwie weiß ich nicht. Bunkert doch. Nix. Doch, ich, nee, aber ich sehe den Bunker. Aber Aussetzer. Das ist auch mein Plan. So, wer ist denn der Letzte von der Kolonne? Phipps, bist du das? Ich würde jetzt rauskommen, wenn du rauffährst. Fährt raus. Genau. Komm mal rauf, Micha. Ich muss ein bisschen aufpassen, Matze, ich bin jetzt genau neben dir. Eieiei. Ich glaube, du bleibst da gleich hängen, oder? Nee, doch nicht. Geht mach gleich gehen. Haarscharf. Robert, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Hirsch hier. Danke. Muss ich mir da auch nochmal in Ruhe angucken, ne? Ja, das sieht auf jeden Fall richtig schier aus. Was hast du denn da für Puschen drauf? Die fetten 900er da? Ich hab mal einmal Michelin, rein. Genau. Jawohl. Moinsen. Gut, dann reihe ich mich mal hinter Robert ein. Ah, ist eine richtige Schlange hinter mir. Ja? Naja, ja. Aber ich denke, könnte vielleicht noch ein Häcksler mehr kommen. Ja? Ja. Ist denn jetzt schon am Silo? Nee, ist auf dem Weg. Micha, das ist ein 8530, Bob? Jo. Jo. Klar. 7930, der hat einfach nicht mehr das Herz richtig. Nee. Und wir haben letzte Woche, ich habe mit dem 6 Meter Tiefen gelockert, neben uns auf der, also Tarnewitzer Hof von den Kuhboys, vom Wiesenwhisky Tiefen gelockert und der ist beim Berghof alles ausgegangen. Gut, das war auch, ne? Krass. Dann ist deiner aber abgerockt, meiner ist nicht ausgegangen. Ich muss aber sagen, ich habe da ein paar Fotos gesehen und da würde ich jetzt einfach nur mal für die Vermutung aufstellen, dass das vielleicht auch an den schleifenden Hinterreifen liegen könnte. Ja. Hast du den tiefgelegt, Tobi? Der hing auf einmal hinten so ein bisschen. Ich weiß aber hallo, ey. Welcher Geschwindigkeit seid ihr dann am Fahren? Mit 7? 6 bis 7, ja. Okay. 7 und 6. So was. Oh, Stefan, das kann sein, dass ich hier tatsächlich. Ja, 7 haut. Was wäre das denn, dass ich VT das ganz normal, oder? Ich muss auf jeden Fall nochmal übers Feld fliegen, ne? Das sinkt bei mir das alles kann noch sein, nach. Ja. Das ist schlecht. Ja, also wenn wir feststellen, dass es zu krass ist, wie viel passt denn noch in den Shootemaker da? Nur 3/4 voll. Dann müssen wir halt noch einen zweiten Hexer dann ranholen, ne? Hey, gerne, ja. Gerne. Armin, guck dir das an, das sieht geil aus mit beigen Felgen. Jo. Mega, der dahinter. Der vorne, ja. Ja, so außer weiter, ich habe das Bild jetzt relativ klein, lieber Lance. So aus der Entfernung sieht das fast aus wie Stahlfelge und dann kann man das auch ertragen. Lance? Ja. Hallo? Ignoriert. An die Kolonne, ich muss mal ganz schnell anhalten, ich muss mal ganz fix synchronisieren hier immer das Feld. Hallo, wie geht's? Gab's doch mal so einen Konsolenbefehl, aber ich weiß den leider nicht mehr, das ging auch gut. Ja. Sag mal, hallo, wie geht's? Ich flieg jetzt hier erstmal schnell ab, das geht schon.
Das muss ich nochmal wieder finden, irgendwo, wo das war. Ich weiß aber nicht, ob das vom Dedi geht, ne? Ist das so, dass Dedi. Bei dem neuesten das so, ne? 97. Ja, geht sofort weiter, ich bin sofort da. Hier bitte, Fipsi. Ja, du fährst... Ja? Du fährst auch auf den dieser Seite hier an. Oh, sorry. Dirk, du hast doch auch den 10er-Fan sogar, ne? Hast du da das Vario-Getriebe drin oder IVT? Dieses T400 habe ich da drin. Ja, wenn man das TA400 da. Ja. Das, okay. Das ist so, ja bin das, da. Also letztendlich ist das IVT, das ist glaube ich nur, glaube ich, das hat Tobi nur umbenannt, ne? Ja, das ist IVT und dann passt du die Geschwindigkeit. Na, die Hauptdinger, genau, aber das ist alles wieder schön. Genau. Ich glaube, du musst noch ein bisschen weiter rechts rüber hier, ne? Ja. Das war aber nicht. Näher ran. Ja, es tut mir leid, ich wusste... Nee, ja, kein ich... Problem. Mach einfach nächstes Mal doppelte Geschwindigkeit. Ja, ja. Ich dann könnte es hinkommen. Ja. Ja, alles gut. Das kann man ja vorher nicht wissen bei dir. Du musst andersrum. Ja, warte, ich... Ja, es ist alles gut. Das musst du jetzt wenden. Ja, alles gut. Weil da hinten kommst du nämlich nicht durch. Nee. Wieder los. Armin? Bei Armin? Musst du bestimmt noch mal gleich mal übers Feld fliegen. Naja, habe ich auch gerade gemacht. Aber erstmal mache ich dich voll, alles gut. Die Stoppeln, ob die hier höher gemacht wurden, ich glaube, die wurden nicht höher gemacht. Ne? Nicht, dass ich wüsste. Tatsächlich sind die hier links und rechts unterschiedlich, auf unterschiedlicher Höhe abgeerntet. Sieht echt? Aus, ja. Oh. Wie war's denn jetzt, Felix? Ich bin bei 46%. Er sagt dir noch ein Häcksler oder auch nicht? Was denkt ihr? Ich denk schon. Dann würde ich mich da nämlich reinschwingen. Geil! Ja. Schön. Machen wir dann einen entsprechenden Auftrag fertig. Alles gut. Lenzemann, was wolltest du denn? Ob du mal dein Licht anmachen kannst. Ich wollte mir das gerne mal angucken. Mein Licht? Ja. Arbeitslicht oder normales Fahrlicht? Ist mir egal, aber mach mal alle an. Oh, jetzt wird's eng. Aber erst wenn du hinter mir bist. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Meine Fresse, ist das idyllisch. Schön, ne? Ja. Schöne Ecke, ne? Richtig schöne Ecke. Habe ich Synchrofehler oder stehen hier rechts noch Stauden? Es kann durchaus sein, dass da was stehen geblieben ist. Ja, ist was stehen geblieben. Ich auch gesehen. Ja. Oh, ich habe keinen Ton mehr. Keinen Sound mehr. Mhm. So zwischendurch immer Lenz oder wie? Ja, beim Anfahren oder so, ja. Ja, hatte ich auch, ja. Ist bei mir auch der Ton, als ich von der Straße runterkam. Da machen wir mal so eine Schleife, ne? Ja, bei wie viel Prozent? Bei 90. Ah, bei 90, 85. Ja, lieber 85 oder so. Wie viel Häcksler haben wir denn jetzt hier am Start überhaupt? Einen, aber es kommt gleich ein zweiter. Okay, ich bin bei 83. Hey, der Igel, grüß dich erstmal. Moinsen. Bist du schon eine Woche dabei? Aber geil. Wieso willst du, ich bin gestern das erste Mal dabei gewesen. Ja, ja. Und davor ja, einmal ja, schon mal zugeguckt. Ja, dann leg mal los. Sado, mit den Stoppeln habe ich keine Ahnung. Das werde ich nie. Und Aronus, Maishexeln im 22 freue ich mich auch schon drauf. Da machen wir mal einen fetten Event, würde ich meinen, ne? Dass wir da mal irgendwie 2-3 Tage oder so, vielleicht aber auch hintereinander, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in unterschiedlicher Besetzung da mal was hinkriegen. Ich glaube, das ist ganz geil dann. Modi, moin. Ja, das hört jetzt auch jeder. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. 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 Du wisst ja Bescheid. Wir wissen alle Bescheid. Wie sich Dirk schon wieder freut, ey. Weg, wieso? Ich hab doch gar nichts gemacht. Zwei, nee, neun. Aber danke für das Lachen Hallo. Allein schon im Hintergrund dieses... Ja,
du interpretierst aber auch immer was rein. Ja, du. Wie langsam kenne ich. Wie langsam kenne ich, also meine Pappenheime. Oh, Jens, hier. Ja. Du da bist. Herzlich willkommen. Aber wo fahre ich hier? Ich fahre hier lang. So, ich bin weg. Der nächste kann ran, ne? Bitte. Armin, die zweite Spezi. Ich bin da schon unterwegs. So. Kommt denn als nächstes? Ich bin jetzt gerade hinterher. Weißt du die Abladegeschwindigkeit? Ich habe jetzt mal eingestellt 3. Was hast du denn? Okay. Ja, ran, Michi. Dann fahr du mal bitte auf der anderen Silowandseite. Ich noch bin jetzt näher ran. Ja, bin gleich bei dir. Wenn du rankommst, bin ich jetzt Umi, auf der rechten. Moin. Ja, ran, Michi. Mal auf der linken. Ja, ich versuche das ja. Der Langschieder, ja. Moin, grüß dich. Du hast vorhin noch ein Follow da gelassen. Ich habe dich auch schon begrüßt sozusagen und mich bedankt bei dir. Will ich jetzt aber gerne nochmal im persönlich machen. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. 7 fährst du, ne? Ja. Action nach vorne noch. Genau. Ganz genau, Tobi. Dann können wir nämlich mal gucken, ob das ungefähr passt mit der Abladegeschwindigkeit. Dann können wir es fürs nächste Mal besser anpassen. Rixia, grüß dich, moin. Okay. Was bei dem Ding und Relayso auch, hey all, moin. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Moin, moin. Ich glaube, es war sehr... Ja, wunderschön. Ja. Wir müssen mal ein bisschen warten, bis sie hält. Der Schulemäger, glaube ich auch. Ich glaube, das war der angepasste Abladegeschwindigkeit. Also, extrem langsam waren die Toros, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, die Toro waren extrem langsam und ich glaube, die Harve, Demmler und Schutemaker waren ein bisschen angepasst. Ja, genau, glaube ich auch. Wobei ich bei den Dämmlern nicht weiß, ob wir da beide angepasst hatten. Den gibt es ja einmal als Auflieger und einmal als hier Deichsel, ne? Also Deichsel ist nicht angepasst. Da war Fips eben sehr... Ist das schon abgeladen, Tobi? Sehr flott? Nein, noch nicht. Ja. Nee, okay. Kann man so 2, 3 kann man so hat. Ja, 3 habe ich eingestellt, ja. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne, bei dir? Ja, wir sind jetzt halb leer. Ja, top. Und ein bisschen langsamer vielleicht. Ja. Nee, es sieht gut aus. Also, wunderbar. Sehr schön. Ja, ich denke eher 2 km/h. Das ist auch schon heftig, ne? Kommt dem nahe. Ja, wahrscheinlich. Jetzt muss ich alles stoppen. Ja, kein Problem. Ich kann das ja reinschieben. Überhaupt kein Thema, mach dir keinen Kopf. Passt schon. Ich drehe beim nächsten Mal nochmal runter auf 2. Ja, genau. Genau. Sehr schön. Perfekt. Hast du das mit dem Licht jetzt genügend getestet? Das ist genügend getestet, ja. Danke dir. Gefällt mir sehr. Schön. Freut mich. Ich muss immer mal das Feld eben. Ja. Eben einmal rüberfliegen. Okay. Janne, grüß das Team. Grüße zurück. Jo, Gruß zurück. Grüße zurück. Ich hab mir was zu trinken. So, ich hab das mit Donnerstag offiziell gemacht. Ich hoffe, das war richtig, ne? Weiß ich nicht, das war richtig. Vielen Dank an alle, ne? Finde ich super. Also damit ist meine Mitwirkung auch gesichert. Ja, schön. Ja, sauber. Ja, also in meiner Stream-Info ist das jetzt schon aktualisiert und hier im Chat ist es auch schon bekannt. Ja. Also jetzt sind auch gerade bei uns alle 4 hier als Multistream dabei. Und Snoopy, David, hat natürlich wieder die scharfe Zunge dabei. Es ist mir Ehre, den Bürgermeister und sein Gefolge in seinem Bildschirm sehen zu dürfen. Moin, moin an alle. Moin. 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 Ich mag fast nicht drauf antworten. Aber ja. Das mit dem Donnerstag geht dann erst nächste Woche los oder geht das schon diese Woche los? Nächste Woche. Nächste Woche. Genau, wir verlegen nämlich das Projekt Mecklenburg von Dienstag auf Donnerstag. Können wir jetzt hier schon mal mit auf den Weg nehmen. Genau. Habe ich nicht, Shifty, habe ich nicht.
Interessant, Briggs hier schreibt gerade, dass in Italien die meisten LS19-Spieler das Spiel schon deinstalliert haben oder verlassen haben. Aber er viele deutsche Spieler noch sieht, die online sind. Ja. Ja. Echt? Krass. Mhm. Es gibt viele, die Italien verlassen. Ja. Oder welcher war hier? Ja. Hat nicht gefunkt bei euch, habe ich so mit rausgehört, ne? Hoftechnisch nicht, ne, ja, das ist richtig. Genau, hoftechnisch. Ja. Ich kann's verstehen. Ich habt ihr aufgehört jetzt, ja? Italien, ja. Ach, krass. Felix, such dir was aus, ist noch Platz. Jo. Und versuch mal so mit 3 km/h und dann gucken wir mal, wie es passt. Und habt ihr euch wieder vertragen jetzt, oder? Was? Oder warum ist Italien vorbei? Hof ist nicht so unseres. Ah, okay. Also irgendwie läuft der Fendt heute merkwürdig. Oh, ich habe jetzt 98%. Kommt vielleicht der nächste, dann fahre ich nämlich geradeaus hier schon gleich raus. Also die Map an sich finde ich schon sehr geil. Aber also quasi so diese ganze Landschaft und so, das ist alles toll gemacht. Aber halt hoftechnisch, da steht immer alles zu wie Kraut und Rüben. Du hast keine Möglichkeit, das vernünftig irgendwo abzustellen. Das stimmt, ja. Du hast kaum Möglichkeiten. Ja. 7 Matze. Na, ich habe auch gehört, das soll ein beschissener Bahnverkehr da sein. Auch, ne? Ja, extrem scheiße. Das ist scheiße gemacht. Ja. Aber es klingt so, als ob die das ganz gut angebunden sind, da auch in den ländlichen Regionen. Also, dass da jede Stunde der Zug fährt. Also man kommt schon in die Stadt. Das geht schneller dort, muss man ganz klar sagen. Und was überhaupt nicht geht, ist Autofahrer. Das ist krass. Aber das sagt man. Schnellzüge. Ja, das kommt dann nur wieder zu. Und wenn sich dann die Traktorfahrer sozusagen dann auch noch an diese Fahreigenschaften der Italiener anpassen, dann wird's kritisch. Ja. Ach, scheiße. Es gibt wirklich Leute, die fahren da irgendwie mit 40 Tonnen, mit 50 km/h ungebremst auf so einen Bahnübergang zu, obwohl man da eigentlich vorausschauend fahren soll. Ja. Katastrophe, wirklich Katastrophe. Die Leute, die jetzt perfekt einfahren sind, die könnten eigentlich da stehen bleiben. Weil jetzt will er mich wegmachen. Stefan, das klingt auch geil. Dass der Hund, freut mich. Wenn er auch aufmerksam bleiben kann. Süßer bist du, fein. Niedersachsen Gaming, das mit den Texturen, das weiß ich nicht. Das werde ich noch rausfinden. Würde ich dann berichten. Ich denke nicht. Aber mal sehen, ne? Wenn sie fragt mal mich, wo ich mit dem Besen hin soll. Dann würde ich zu dir kommen, Pflanzi. Komm mal her hier. Komm mal her. Michi, komm mal. Hast du gerade ein Ohr? Ja. David fragt, wo er mit dem Besen hin soll. Ich habe die Verbindung zum Spiel verloren. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Ich wollte es dir nur einfach übermitteln. Besen? Was für ein Besen? Ja, ich weiß es nicht. Der schwarze Hacker ist. Matze ist auf dem Spiel raus. Lassen. Genau. Ja, gerade gesagt. Gut. Dann. Ja, schönen Gruß an David zurück. Ich fahre mal eben ran. Ich hab gar keinen Plan. Schnell wieder rauf, du Matze. Husch, husch. Wäre er ja so weiter oder was? Nee. Was? Nee. Das wäre praktisch. Ja, und ich geradeaus weiter so durch. Weil ich Tempomat nehme, bitte. Bist du auch mit 7 km/h unterwegs? Jo, macht er. So, Armin, kannst du den Vorwärtsgang wieder reinlegen? Ja. Da geht doch das Schneidwerk eigentlich aus, wenn man den Sitz verlässt, oder? Normalerweise, wer weiß, was die hier getuned haben. Du hast der Sitzschalter wieder ausgebaut oder überdrückt oder was? Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Warte mal, warte. Ich wechsle mal eben den Hof. Wieso? Weil ich noch im Landkreis bin. Warte. Oh, von Arnewitzer. Fährst du wirklich 7? Ja. Also er springt immer auf 6. Warte mal, ich mach mal VCA rein. Jetzt auf 7.
So. Sind wir synchron, Armin? Ja. Jetzt fällt es mir wieder ein, Lance. Jetzt weiß ich, es notiert mich direkt an. Komm mal gleich wieder. Sehr gut, Stefan. Jonierzocker sagt Grüße ins Team. Moin. Grüße, Jonierzocker. Moin. Hello. So, Dirk, darf ich dich belästigen? Ja, bitte. Was machen eure Füllstände, Jungs? Ja, am genau, liebsten? Das müsst ihr. So, Vorsicht, das jetzt selber, ich selbst einmal zurück. Sagen, ne? 77 hab ich. Michi, such dir was aus. Such dir was aus, da wo Platz ist. Ich würde dann die leere Bahn nehmen da. Ja, warte dann. Ich muss sowieso erstmal gucken, wie lange ich zum Abladen brauche. Das muss ich erstmal wieder einstellen. Ja, mach mal, ganz locker. Aber im Moment noch kein Stress. Weiß ich nämlich bei dem Klaas gar nicht mehr. Ich bin bei 50. 80% vorne beim Johnny. Seid ihr schon einmal rum? Ja. Ah ja, ich sehe euch, ich sehe euch. Genau, einmal bitte hinter Rob direkt am besten einplatzieren oder zwischen rein. Wer ist denn Rob, der vordere? Der Harve. Ja. Der haut aber ganz schön ab, hä? Oh, ich muss mal richtig schnell. Ja, da wird eine knappe Kiste. Oh, 11 km/h. Welcher bist du, Rob, vorne hier? Beim Schwarzen, oder? Ja, genau, beim Schwarzen. 97, 98, 99. Ja, ich muss stehen bleiben. Mal muss ich nochmal ausprobieren. Da. Ja. Ja, machen wir mal 2 km/h mehr, würde ich sagen, oder? Ah, du kriegst das ja noch hingeschoben, du bist ja Meister. Ah, ist ja gar kein Problem, das kriegen wir hin. Aber trotzdem wäre es ja schön. Ja. Probier mal mit 2 km/h mehr und dann gucken wir mal. Warte mal, Felix, lass mich mal schnell raus. Ja. Wo ist er denn? Ach, da vorne. Der kommt rückwärts. Ich bin da. Schiebst du ihn rückwärts her? Ja. Ja. Matze, ich hab hier. Ne, Lenz, du kannst Armin übernehmen, du bist vor mir. Oder Felix, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich sehe nichts, ich setz grad zurück. Noch ein Stück. Gut. Armin, wir stoppen mal kurz. Jo. Kann man hier eigentlich auch das Hexerrohr sehen? Ach, tatsächlich, geil. Willkommen hier bei uns. Was fahren wir denn? 7. Hallo, wieso mit dem Tempomat nicht? Ah, jetzt habe ich ihn. Genau, ruhig mal einen Tick vor noch. Naja, bin schon am Nachjustieren. Oh. So oder noch ein Stückchen? Nö, das ist erstmal gut. Jetzt fehlen die Abfahrer. Matze, wie ist bei dir? Ist keiner hinter uns oder was? Nee. Schieb mir noch ein Stück vor, Felix. Bitte? Nochmal ein paar Meter vor, 5. Wie, ein paar Meter vor? Achso, ein paar Meter vor, ja. Meter vor ist das andere Stück. Vorne steht noch einer. Wer ist denn das? Ich bin das. Schaffst du das noch? Ist leer? Oha. Da kommt meine Ablösung. Ja. Weil ich bin bei 95. Ja, ich hab das gerade so. Ja, auch. Komisch. Ich hoch. That hurts. Du kriegst ja. I'm so sorry. Speed Evo, grüß dich. Fendt Moinsen. Xero ist nicht manuell, nein. Hallo, wie geht's? Hallo, again. Sag mal, hallo, wie geht's? Das heißt übrigens Freunde von Contra Kadas. Ich hab's nochmal nachgeguckt. Ich hab nur wegen des Features hab ich schmunzeln müssen. Hello again. Des Gasten, der Gast auf dem besagten Track. So, Lied. Ja, kennst du den? Wie hieß er nochmal? RAF. RAF. RAF? Ja, und dann weiß ich nicht mehr. Nun sag doch nochmal. Nein, sag ich nicht. Armin, jetzt trau dich doch mal jetzt hier. 98, ich muss mich konzentrieren jetzt. 99. Cool. Irgendjemand hinter mir? Wir sind auf Feld 4, das sieht man da. Doch. Wer zündet?
Guck mal, hier setzt ein Tobi zurück. Ja. Ja, ich muss jetzt für den anderen los. Achso. Max ist gleich wieder da. Jo. Felix, nochmal 2 Meter vor. Lass ich hin. Ja, ruhig vor. Ich weiß, das fühlt sich merkwürdig an, aber du hast echt einen sehr, sehr langen Anhänger. Ja. So? Fühlt sich merkwürdig an? Was? Hast du gerade gesagt, das fühlt sich merkwürdig an? Hast du gerade gesagt? Er hat einen langen Anhänger. Hans! Was denn? Was geht bei dir? Wirklich, ich habe mich an die Regeln gehalten und ich habe Anhänger ausgesprochen. Ja. Und dann kommst du mit... Nein, das war davor. Ich habe dich quasi in die Falle reintappen lassen. Und du hast sie... Wirklich, du bist voll Körper reingesprungen. Erzähl, wieso? Nee, ich habe es ja davor gesagt. Da war die Pointe ja noch gar nicht ausgesprochen. Ja. Also Pointe. Die gedachte. Pointe. Hilfe. Ein Stück zurück, Jungs, Armin. Wirklich. Zurück. Was? Fallen lassen, fallen lassen. Es ist noch nicht 22 Uhr. Danke. Ich bin doch Felix. Habe ich ja auch gesagt, oder? Nee, hast du nicht. Ich war auch gerade. Ich habe auch Armin gesagt, voll auf die Bremse. Stopp. Tobi, langsamer. Langsamer, Felix. Ja, langsamer. Ja. Danke. Der ist so lang, mach langsamer. Mach langsam. Aber Felix und ist auch dabei. Ist gut, Fips. Passt. Ja, ist gut. Ich muss ja, mein Fan reagiert heute nicht gut. Die ist ja ein Feld. Muss ich sagen. Herr Rob, such dir was aus. Irgendwie läuft da heute nicht rund. Lass dich nochmal fallen. Felix, lass dich ruhig nochmal fallen. Ja. Ich mach dich jetzt einmal noch nach vorne hin voll. Ja, 95 habe ich. Muss mal ein bisschen ziehen. 97, 98. Ja, bleib stehen. Jo. Weiß nicht warum, aber ich krieg dich nicht auf 100. Alles gut. Matze, möchtest du vor mir? Ja, bitte. Stop. Wie, Matze, willst du dich übernehmen? Ich fahre dir dein Gefährt zu dir hin. Sehr schön. Tobi, wie warst du? Ich bin bei 36. Das sieht aber geil aus. Ah ja, dann stelle ich mich da hinten mal dran. 36. Schönes Gespann, sieht toll aus. Ja, Tito. Aber irgendwie, wie gesagt, der läuft heute nicht. Hat noch jemand irgendwie ein Problem dahingehend? Hast du da was mit der Einspritze? Was heißt denn, der läuft nicht bei dir? Bei VCA halten nimmt er nicht die Geschwindigkeit, die Richtig. Ich ihm gebe. Ja. Hast du auch das Problem? Ja, du musst aber einmal die normale Geschwindigkeit mit dem Tempomat nehmen und dann VCA, glaube ich. Ja, das funktioniert. Aber wenn ich dann reduziere und den Hebel wieder nach vorne mache, dann kommt er wieder nicht drauf. Nee, das habe ich nicht. Okay. Benz? Yes? Wie viel hast du drin? Ich habe angefangen, 7%. Ja, alles klar. Welche Einfahrt ist das? Die zweite oder die erste hier schon ins Keilsilo? Bisschen langsamer. Nee, Durchfahrt. Ganz hinten. Ganz hinten musst du hin. Kannst auch die zweite nehmen. Kannst auch die zweite nehmen, ja. Ich nehme mal die zweite. Ja, die ist auf jeden Fall. Ist nur ein bisschen enger. Ja, das geht schon. Meistens ist es gut, ne? Armin, du kannst aber auch die zweite nehmen. Hier ist nur mit der zweiten, die ist ein bisschen enger. Ja. Keiner was gesagt. Nein. Dirk! Jungs! Es reicht! Ich hab nichts gesagt! Ich schiebe hier meinen Mais vor mir her. Ich bin, weiß ich auch nicht, ganz ruhig. 75%. Jo. Sag mal, ist der Aufbau so schief bei den Schildmaker oder sieht das nur so aus? Nee, sieht nur so aus. Ja, das ist schon. Wo willst du mich denn hin haben, Bier? Ja, fahren wir durch die Mitte. Cola. Fahren wir ruhig durch die Mitte. 7.16er TMS, moin und hello again. Moin, kann ich das? Weißt du, dass du mit dem Shooterbike aber das 4 oder was?
Tobi. Achso, ist das der gleiche, den Tobi? Muss ich den wirklich noch lauter machen? Drei oder zwei. Agrar, ich grüße dich, Moinsen. Ja, ja. Multilink, Ausrufezeichen Multi. 90%. Immer dieses zwei Denken. Armin, Felix, egal, haben alle heute einen langen Lenz mal alle voll. Bis vor kurzem habe ich es voll gemacht. Ich bin da. Kommst du jetzt lasse ich mich voll machen. Wie war es denn jetzt? 95. Mhm. Ist der Ertrag hier so gut? Oh, ich hoffe doch. Na, es hätte bis mehr sein können. 98. Sag das so. Okay. Ich übernehme. So, Fischer, danke dir. Brauche ich denn jetzt rum? Und Eve, you, danke für dein Follow. Herzlich willkommen, Moin. Kannst du wenden. Oha, reicht dir jetzt aus von der Breite. Aus, genau. Oha, da ach, komm, ich komme hier hochgefahren. Ja, warte, warte, ich hab hier Seite. Eine... Nee, nee, warte, ich fahre an die Seite. Ich hab hier so eine Ausbuchtung. Alles gut. Nee. Hä? Wie nee? Leer weicht voll. Ja, ey, guck mal, ich hab doch gar nicht angehalten. Der Schlepper hat 33 Tonnen. Fährst du durch, Matze, und dann setzt du zurück, oder was? Ja. Na gut, ich schieb auch einmal zurück. Michi, kurz Stopp. Ja. Jo. Oh, 2 ist dann aber ein bisschen also, zu langsam, ne? Jo, du müsstest definitiv auf 3 weiterfahren, Tobi, und dann zum Ende hin ein bisschen von Hand langsamer werden. Oh, weiter. Okay, jo. Bitte okay. Neben Armin. Kann ich hier links oder nee, ich muss rechts raus, ne? Du musst rechts raus, ja. Ist schon ein Abfahrer irgendwo hier? Neu ansetzen, Fips, oder willst du ja, rumfahren? Ja, neu ansetzen. Ja, dann fahre ich nämlich gleich mal rechts weg. Genau. Felix, wo kein Zug fährt, kannst du weiter, ne? Ich hab hier Probleme, hallo. Ach so, alles gut. Technischer Natur. Ich wollte da jetzt nicht Öl ins Feuer lassen. Tobi, ist da oben Überfahrt? Wo du lang bist? Ja, kannst du durch. Und dann Ausfahrt, rechte Hand. Ayo. 96. Seh das. Geht das so oder soll ich ein Stück vor? Das ist gut, das ist perfekt. Aber ich glaube, du solltest dann bei Matze dann weiterfahren. Guck mal, hier eingestellte 3 km/h fährt der 2,5. Ja, ist gut, dann fahr ich jetzt weiter. Ja, ist gut, ich bleib stehen. Sehr merkwürdig. Dann wird's aber schwierig dann. Also Racing Team. Ja, eben. Moinsen, grüß dich. Auf der Uhr, genau, sind 33,8 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich den mal kurz in eine Wartung reinschiebe. Ein wunderschön. Wie viel. Ist er denn schon echt so weit runtergekommen? 50%. Ach nee. Das ist das nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem mal. Ja. Weil das macht es natürlich mit dem Hexer ein bisschen schwierig, ne? Überfahrt? Nee, ne? Eigentlich eine eigene Werkstatt hier. Ja, ja. Hallo? Ich werde jetzt mal eben anfahren. Man kennt sich. Es ist Rob. Es ist ein reiner Dranewitzer. Ah, hier ist sie. Ein reinrassiger Dranewitzer? Ja. Ob das so reinrassig ist, weiß ich nicht. Jetzt wird's wild hier, jetzt wird's ganz wild. Ja, also. Bist du mir hier jetzt raus? Ja, komm. So, wer braucht denn überhaupt einen Abfahrer? Au, oh, da hinten der Jaguar. Raven, Gran, Moinsen. Fährst du schon wieder Jaguar? Wird's jetzt doch ein bisschen schwierig? Muss ich ja, ne? Muss ich ja. Ich werde hier zu genötigt. Wie? Matze fragt nur so, wo ist die extra? Und zack, mal er drinne. Wer ist denn schon Richtung Matzes Häcksler? Ich hab jetzt 70%. Sag mal, hallo, wie geht's? Ah, oh, da druckelt bei mir ganz schön hier. Ja, das ist gut, was heute, ja. Hab ich schlimmer erwartet, muss ich ehrlich sagen. Bisher bin ich noch ganz einverstanden mit, ja. Da bin ich ganz so zufrieden. Wenn du einverstanden bist, dann läuft es gleich viel besser.
Ne? Und gibt so eine hinterher, ne? Ja. Die 50% waren die Tankanzeige. Ich wollte gerade sagen, vorhin hat das. Nein, lass es! Erzähl ruhig. 90%? Nein, will er gar nicht. Natürlich. Ja, wir stechen durch und dann setze ich da nach einem neuen. Der muss sich jetzt konzentrieren, er soll arbeiten. Ja, dann kann ich hier ja gleich rausfahren. Bin ganz entspannt auf der Straße hier. Kein Betonmischer, kein Zug, nichts im Sicht. Mit hier. Warte mal eben, Michi, bleib mal eben stehen. So. Ja, und jetzt bin ich 97%, da kann ich eigentlich auch abhauen. Genau. Chat, mir ist schon mal gespannt, wer jetzt, was Armin jetzt. Nö, du kannst da raus. Was Dirk auf dem Silo hat, was meint ihr? Bist du weiter hochfahren, oder ist irgendwo ein Serion oder? Rechts. 10er Fendt. Ich denke, 10er Fendt safe, oder? Miggy Mouse? Was ist das denn? Hey, Fleischfinger Moinsen. Jetzt geht's tierisch ab. Abfahrt. Läuft. Fiat. Läuft. Sicherlich. Auf die Scheine mitgebracht. Er ist wieder irgendwo hängen geblieben. Ja, toll. Chat macht sich wieder lustig. 1 Stunde 17, Lenz fährt seinen ersten Wagen. Toll. Boah, da kann er nichts mehr. Ja, also irgendwie. Aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie dich schon seit langer Zeit kennen, Lenz. Ist doch das auch schön. Man muss das von der positiven Seite sehen. War das Fabste? Nee. Was? Rechte Seite. Gut, Dirk. Okay. Ja, rechte Seite. Ja, okay. Ja. Oh Gott. So, und im 22er wird es einen Abfahrer geben, Abfahrer wird es geben, es wird jemand zum Silo verdichten geben und Extrafahrer und es wird jemanden geben, der hier in der Waage sitzt und aufschreibt. Produktionskette. Wer das wohl ist. Das mache ich. Ja, oder Bauri, habe ich mir auch gedacht. Doch, die Büromenschen hier bei uns. In der Kiste Bier. Hallo. Matze? Ja, alles gut. Willst du Rob übernehmen? Dann nascht er schon wieder. Ja. Dann übernimm. Ja, du übernimmst Rob. Er hat doch den Mischer schon wieder Freude, oder was? Ja. Dann setz mich schön ins Wagehäuschen da, ins Wiegehäuschen rein, mit einer Kiste Bier, schmeiß den Grill an, wenn ihr jetzt vorbeikommt. Jetzt fahren wir neben Tobi. Und wenn Feierabend ist, bist du gerade mal vorgeglüht, ne? Genau. So, Rob, fährst du denn einmal zu Matze rein? Ja, ich verstehe das schon. Okay. Fips, wir haben uns mal gut verstanden. Ach ja. Aber jetzt fahr ich zu Matze. Ey, Dirk, das ist aber auch ein süßes Heckgewicht, ne? Also jetzt mal kurz ein Realitätsabgleich. Da ist gestern, ich war gestern da beim Maisfahren, da ist einer mit einem 2-Tonnen-Gewicht in der Fronthydraulik mitgefahren. Ja. 2 Tonnen? Das glaube ich. Ja. Einfach aber so. Das sind auch 2,3, ne? Echt? Krass. Jo. Ist halt ein großer Schlepper. Ja. Darf ich rechts von dir? Ja, bitte. Jetzt noch eine Frage. Wollen wir jetzt weiter rundum fahren oder wollen wir jetzt, ja, wie soll ich sagen? Das müssen wir entfernen. Ja, mach mal, geh mal hin. Pips. Ja, mach ich, oder? Hat sie hinten mal an der Straße, Ja, Armin, kommst du mit? Jo. Wo seid ihr denn gerade am Rumschlingeln? Und dann fahr ich noch hinter. Lässt uns mal ein bisschen vorbei, fährst du ein bisschen dichter zu Matze ran. Obwohl, nee, ist Quatsch, alles ist Blödsinn. 97%. Naja, Matze. Dann, Armin, fährst du einmal zu. Bleib stehen. Quatsch, Armin, einmal zu Matze, bitte. Geht ein Tick schneller, ne, Dirk? Jo. Ja, dann fahr noch mal einen Meter vor, genau, super, danke. Felix, du kannst eigentlich direkt rückwärts rennen, oder? Da geradeaus und drehen, oder wie auch immer. Hä? Die Extra sind hier, da beide. Ja, das hat nicht. Nee, Felix, bleib mal da stehen, wir kommen zu ja, dir. Ja, deshalb bin ich ja hier hin, ne? Kurz gucken, was ihr hier für einen Kurs habt, den ich übernehmen kann. Da gibt's auf jeden Fall. was ist denn das hier? An der großen Straße lang, die Richtung haben wir definitiv eingefahren. Ja, ist gut. Richtig. Das Saufspiel mit der Hucke, das wäre auch nochmal ganz geil dabei dann. Zum Durchstechen perfekt.
Meinst du das, Grim? Ich sitze da nicht in Frage. Wobei, wenn es was zu trinken gibt... Oh, ich dachte, du lenkst schon ein. Sorry. Soll ich Vektor nehmen oder Güllen? Reiter braucht das Vorgewinde nicht. Muss mal... Vektor ist, glaube ich, auf jeden Fall die richtige Richtung. Zum Durchstechen dann zum Beispiel. Okay, ja. Wo wollen wir denn hin? Hinten zur Straße. Folgen wir einfach mal. Oh, Silo-Chef, mach Ansage. Du fahr, wo Platz ist. Im Moment ist das alles noch, wie du möchtest. Fahre links oder in der Mitte. Ach, bist du frei, oder was? Also außerhalb des Silos ist Platz genug. Ja, fahr durch die Mitte. Tobi, wir fahren auf jeden Fall irgendwann noch in die Karre rein. Ich würde jetzt einmal durchstechen hier. Ja, ja. Hier rein? Ist das okay? Ja. Ja? Tu, ja. Das ist wegen der Lichthubenspielerei. Ja. Hier oder noch weiter im Norden? Ist egal, ja. Lass mal gucken. Ja. Hau durch. Ja, ne? Oh, ja. Achtung. Ich sehe das doch. Ja, Entschuldigung. Schild eingeklappt. Fällt ihr. Felix, lädt mich ab. Kannst du deine Klappe vielleicht mal nach vorne aufmachen? Kann der das? Achso, natürlich, ja, klar. Warte mal, ja, so. Ja, wir gucken mal. Irgendwas. Echt nicht? Nee, ich weiß nicht. Ja, das ist aber schwierig. Also näher ran kann ich ja gar nicht. Nee, ich weiß. Noch ein bisschen weiter rüber, Warte Armin? Mal. Felix, einmal ganz kurz. Ja. Soll ich mal rückwärts probieren? Einfach ein bisschen. Willst du das machen? Für deine Zuschauer? Nee, will ich eigentlich nicht. Ja, Worker, das ist so. Bei Mais ist halt, der muss nicht viel. Ja. Puh, da hab ich auch Glück gehabt. Wäre eigentlich immer ganz geil, wenn man nicht dran ist, quasi beim Hacken. Nee, doch nicht, ne? Dass es dann noch ein bisschen leiser gehen würde, ne? Jetzt! Kurs drin? Aber in Seeläuf ist ja auch so, kannst du den CB-Funk auch nicht einfach ausmachen. Da fahr ich hinter dir her. Aber da ist meistens weniger nötig zum Abspringen, ne? Ich hab 20%. Ich bin bei Matze. Ich bin hinter Fipsi gerade. Ja, du hast ja gerade erst gestartet. Genau. Ja, bevor ich rüber zu Matze. Wie viele Kubik hast du, Felix? Circa? Oh, 46. Aber das sollte reichen. Ja, zum Durchstechen sollte das passen. So, Dirk, jetzt mach ich hier einen Haufen in Silo. Und wieder. Und dann kipp ich ab. Na, ich bin gespannt. Herzhaft. Versuch's nochmal. Vielleicht klappt's ja diesmal. Welche Himmelsrichtung hättest du denn gerne? Mittelost. Aber eben. Also Richtung Norden wäre schon nicht schlecht. Und am besten, ja, so links von dir weiter. Noch ein bisschen weiter links. Ja, da so. Da so ist geil. Arbeiten die Hexer zusammen oder sind die versetzt? Versetzt. Okay. Eben hat er hier gemacht, warte mal eben. Okay. Welche Kette? Ich steche gerade mit Fipsi durch und bin bei 37%. Ich denke, ich komme durch. Ja, kommen wir. Ich gebe trotzdem mal Rückendeckung. Hast du denn ungefähr die Geschwindigkeit noch? Ja, ich bin jetzt ein km runtergegangen. Also ich bin jetzt bei 3 km/h. Machen wir einmal rechts rum, Felix, ist okay? Rechts wenden, meinst du? Ja, also ich fahre nach rechts. Ja, okay, alles klar, ja. Sieht doch schon gar nicht so schlecht aus jetzt, ne? Sieht gut aus, Matze. Jetzt 50%. Warte mal, nehmen wir, was macht er hier? Scheiß GPS-Kurs hier. Racing Team, Alter, du geile Hengst. Oh, jetzt weiter. Seit wann wird Bommel hier nicht mehr rausgeschrieben, du? Naja, seitdem wir hier in Tarnewitz ja auch ein bisschen darauf achten müssen, ein bisschen Lohn einzufahren, wenn wir mal als Ackerbaubetrieb sonst nichts zu tun haben und hier für die Partnerbetriebe. Ja, das mitfahren. War doch top. Passt das so? Ja, bestens. Bei euch jetzt hier. Oh, das geht gut auf. Was, bei euch gibt es noch einen Hirschfahrer? Guter Mann, sondern Gruß an den Hirschfahrer. Sehr gut. Das ist Tarnewitz, ne? Das ist ja der neue Hirsch.
Von Rob. In 85,30. Also eine richtige Schmuckkiste. Finde ich schön, dass er sich den geholt hat und seiner Linie treu bleibt. Muss ich ja nicht jeder hier von dem Fan. So, 70% habe ich. Wir brauchen dann schon gesehen, jemanden 16 hinter uns. Ja, yes. Lenz ist da. Ah, Lenz perfekt. Ist lauert. Ich bin bei 56. Tobi, du bist hinter mir, glaube ich, ne? Ich bin hinter dir, Armin, jo. Hallo. Ja, und ich bin jetzt hinter Tobi. So. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Jawohl. Ich bin auch dabei. 80. Kalle, moin. Ja, 5,5 Tonnen. Klingt gut. Klingt auf jeden Fall gut. Dann machen wir gleich erstmal die Insel hier, oder? Ja, auf dem Rückweg, ne? Na, ja, das sind die 90. Okay. Na, das wird eng. Das wird eng, ey. So, wie viel Abfahrer sind jetzt bei dir, Fips? 2. Ich hab jetzt 70. Ein voller und Lenz, der gleich leer. Also 97, 98, 99, ich bin weg. Jawohl, hat direkt übernommen. Sehr schön. So muss das sein. Perfekt. Fips, so nach links hin oder gehst genau. du? Genau, einmal links, genau. An die Ferse drin. Ich hab 75. Also wir begradigen hier gerade die Spur, deswegen ist der, hat er ja, die volle Breite in der Ernte. Ich überlege, ob ich jetzt zu Fips mit hinfahre, weil da ist ja jetzt nur einer. Ja, ich habe Tobi noch hinter mir. Hm, genau. Fahre ich doch mal eben schnell noch hin. Mach das, Michi. Fipsi, sag mal, wo wir gerade hier nebeneinander fahren, war das nicht so, dass bei euch irgendwie der Jaguar nicht ganz so hoch im Kurs steht? Ja. Ah. Und ich habe ich letztens so Insider-Infos Vögel zwitschern hören. Ja. Ja. Interessant auf jeden Fall. Nee, also wie gesagt, ich habe ja letztens reingeschrieben, ich bin eigentlich auch für den John Deere gewesen. Ja. Aber der war Batzer schneller. Aber auch schneller. Nee, ich meine auch bei euch in der Kommune, ne? Da gab es das gleiche Thema, ne? Ja. Siehe Discord. Besprechungsraum. Alter, Adriano. Ja. 90. Vielen Dank für 5 giftige Subs hier im Raum. Ja, vielen Dank. Noch langsamer wird schwierig. Nico, Major Fuchs, Schnuppenpolli, Tenjata, Taya, Chris. Ja, ich sehe das auf meinem Bildschirm. Viel Spaß mit den giftigen Subs. Mega. Ach, du danke ja, für deinen Support. Die Ansage. Adriano. 98, Dankeschön. 99. Ehre, wem Ehre gebührt. Guck mal, hab ich wieder eingerichtet. Guck mal, 5 Gifte Zaps. So, Tobi, wir machen jetzt hier gleich die Insel, ne? Und dann gibt's mal knallige Ehren hier dran. Boah, hier habe ich eine Abfahrt. Fips, fährst du gleich rechts rum? Danke für dein Follow. Moin, moin. Von uns aus rechts rum. Und zieh hier jetzt rund. Ja, ich komm mal an. Bisschen kuscheln. Das sind jetzt auch die Texturen von Bumsnudel, richtig? Vom Mais? Mais weiß ich gar nicht. Also ich bin mir... Nee. Glaub nicht, nee. Nee, ich glaub nee. Nicht. Ist das Standard, echt? Nee, nicht Standard, aber nicht... es ist eine geänderte, aber es ist nicht von Bumsnudel. Ich könnte mir vorstellen... Ja, wollte er da nicht noch was machen? Bumsnudel? Also, er hat gesagt, die haben das nicht geschafft, mit Mais anzufassen, meine ich. Aber ich habe gehört, dass es, dass diese Vashusen in den 22er kommen soll. Naja, sollte auch ein 19er kommen, also von daher. Facts. Ja, aber es war ja auch wegen Precision Farming und so, glaube ich, ne? Entschuldigung. Keine Ahnung. Mais Plus, hast du gesehen. Tja, keine Ahnung, woran es da hin. Na, der wird sich ja wohl von seinem 681er trennen. Jo. Jo. Aber das, was er sich holt, ist auch voll. Also ist genial. Den 930er? Jo. Meint ihr, den holt er sich? Echt, jetzt ja? Ja, den wird er sich kaufen. Ist natürlich nicht schlecht. Ne? Wir müssen das Video auch noch gucken. Gen 1 ich auch, haben. Ich auch, ich hab's nicht gesehen.
Ganz links an der Mauer. War das nicht Gen 2, die dann jetzt am besten rechts fahren, ne? 3, oder? Nee, hat sich ein 3 angeguckt, wollte aber eigentlich ein G1 haben, 926er, aber die sind so teuer. Ja, ja. Und so selten, dass er gesagt hat. Jetzt am besten rechts fahren, ne? Aber er hat gesagt, auch in Dänemark sind die nicht so ganz gehypt und deswegen sind die auch nicht ganz so teuer. Ja gut, der ist schon ein Katzensprung für den. Ja, ich wollte gerade sagen, Dänemark ist ja nicht so weit dann, ne? Ja, einen Kilometer oder so von ihm. Ja. Ja, da war ich erstaunt, dass er sich den da... Ja, hast du den Kommentar gehört? Er war ja drin und hat mit denen gequatscht und die haben gesagt, da kommen jetzt noch jede Menge, werden angeliefert. Die wollen allen die alten Dinger loswerden, warum auch immer. Ja, subventioniert wahrscheinlich oder sowas. Ja, genau, mit Sicherheit. Alle auf neue Technik umstellen. Ja, die werden wahrscheinlich auch steuerlich sehr, sehr teuer sein, wenn die alle ohne SCR sind, ne? Kommen wir auch noch mit dazu. Ja, genau. Oh, das kann sein, ja. Leicht sein, das stimmt. Da lässt sich voll Bisse. 96, ich glaube, kannst mich losschicken, ja, oder? Ja, ich denke mal auch. Ne? Kalle fragt hier gerade, ob das ein neuer Jaguar ist, den ihr hier habt auf dem LU. Weil der letztes Jahr noch mit Terratrax lief. Braucht irgendwer einen Abfahrer eigentlich? Ich stehe hier und warte ganz stumpf. Achso, du bist voll. Nee, du bist doch. Doch, Lenz, Michi, komm mal her hier. Ja. Und Halle. Ich weiß nicht, was bei Matze los ist, aber Michi ist gerade. Ich hatte eben so ein bisschen Schnappatmung. Zu verrückt hier mit dem Voice, ne? Nee, ich glaube, das war nur in der Grasernte, wo der auf Terratrax lief. Alle. Und Mali32, danke dir für dein Follow. Moin, moin. Kalle, wenn du noch Bock hast, Mais abzufahren und mitzufahren, ne, dann herzlich eingeladen, sicherlich, ne? Ups, warte mal, bin ich jetzt falsch gefahren? Nö. Kannst du noch mal rum, Matze? Ja, sicher. Matze, kannst du mal eine Stundenanzahl von dem Johnny so durchgeben? Sicher ist das nicht. Oh, was ist hier denn los? Vorne um 10, hinten um 20 hat der Johnny. Dirk, was sagt ihr das? Das war die Tauchfahrt, ne? Das war doch auch Rob. Ja, aber wo ich einen DC hatte und der weitergefahren ist, das war auch beim Grashexen. Ja, das warst du. Natürlich. Ich glaube, ich habe hier gleich einen VCR-Crash. Nein, VCR-Crash, was ist das denn? Einmal Gas geben und mit 100 km/h über die Felder piesen. Was war das? Ich werde hier voll gedrückt. Ich weiß nicht, ob das der... Ja, das hatte ich doch heute vielleicht? Auf der Rade. Auto ist das. Ja, da ist so weit wie es geht an der linken Seite. An das sehe ich, aber ja. Davor das. Das ist komisch. Rob, 87%. Ich mach mal Licht aus, dann blendet das vielleicht nicht so. Dann geht das nicht. Ich fahr mal hinterher. Ah, falscher Knopf. So. Ja, wir sind gleich rum. Bisschen näher ran, Tobi. Wie's rum? Entschuldige. Rum mit Tee oder Tee mit rum? Darüber. Ja, top. So, ein Tempomat. Hallo, anmachen. 98, 99. So. Ich bin rechts von dir, aber zu weit weg. Ja, du schießt da drin. Ja, ich zieh da raus. Ja, genau, Känguru Diesel wird das sein wohl. Ein Glöwig wohl auch, ne? Eins, oha. Ah, gerade nochmal gut gegangen hier. Eins geout, ich gucke von den Betten zu, will noch was essen. Ja, mach das mal. Du kannst uns meine zweite Schicht übernehmen. Ich muss. Grüße an das ganze Team von Erik. Erik, Grüße. Oder so raus. Schöne Grüße zurück. Alter, voll kurz Grüße zurück. Zurück. Krampf im rechten Bein gehabt. Ja. Er hätte mich vielleicht sogar gerettet, aber irgendwie. So, jetzt müssen wir mal ein Gespann hier nochmal angucken, Alter. Oh, 3 ist aber eine gute Geschwindigkeit. Also 4 wäre schon ein geiles Teil, schnell. Oder was? Ja. Ist die Farbkombi, also kriege ich. Perfekt. Das ist so 50, ne?
Oh, ist super. Bestens. Alles gut. Ja, letztes Jahr Meister. Du warst auch 56 Kubik, ne? Die BGA gefahren sind. Ich erinnere mich auch. Oh, Leute, oh, das wird geil. 22er Hängeüberladen. Nee, war das ja, ja. Ja. Ich meine, geil wäre es ja, wenn das dann tatsächlich dann seitlich rausfallen würde, ne? Wenn es zu viel ist. Das wird wohl nicht passieren. Nee. Ich wollte gerade sagen, das ist. Och, Felix. Ja, da brauchst du hier die ISS oder was dafür, ISS. Damit das funktioniert. Raumstation, NASA-Rechner. Achso, das meinst du. Ja. Ansonsten bin ich auch optimistisch ohne Ende. So, ich bin wieder hier, Freunde. Wie schön. Ich bin wieder hier. Also ich baue im LS22, baue ich Steine an. Ja. Aha, da wirst du steinreich werden, glaube ich. Oh, hier. Da hast du bei Fips gleich einen Stein im Brett. Ich hab 75%, Felix, dann kannst du dich gleich schon an Steinturm dranhängen. Oh. Alles klar. Aber hast du auch einen steinigen Weg vor dir. Oh, jetzt reicht's. Werner Steinhardt. Oh. Marmor, Stein und Eisen bricht. Brat mir doch einer einen Stein, Alter. Ja, da lernst, das passt schon. Oh, guck mal, der Klaas hat eine gelenkte Heckachse. Ich habe hier keine gelenkte Heckachse. Das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Kannst du das nochmal ganz schnell hintereinander sagen, öfter? Mit der gelenkten Heckachse? Gelenkte Heckachse, gelenkte Heckachse, gelenkte Heckachse? Gar kein Problem. Worauf möchtest du hinaus, Tobi? Alles gut. Alles schön. Keine Zeit zu verlieren. Gleich kommt der mega verhaspelt. Nee, nee. Willst du mal einen Zwischenstand vom Silo-Stand geben? 500.000 ist schon drüber. Nee. Ja. Ja, sicher. Oh. 95? Sieht aus, als wenn da noch nichts drin ist. Nee, wie nicht. Warte, ne? Zuerst den Streifen hier oder erst wieder? Ah, du drehst hier. Fahr dann einfach weg, da, wenn du voll bist. Ich bin da. Los. '99. Ja, ich bin da. Jo. Und tschüss. Na, Felix, nicht so dicht. Ja, ich konnte nicht anders hier. Michi hat sich schon wieder breit gemacht. Oh, Entschuldigung. Und wir fahren immer noch 7. Jaha. Felix, halt doch mal an. Nee, du fährst doch keine 7. Doch. Nee. Doch. Ich bin auch die ganze Zeit im Tempomat mit 7 gefahren. Ja, das hat gepasst. Irgendwas stimmt hier mit meiner Karre nicht. Laut meiner Karre fahre ich gerade 5. Na jetzt, ja, ich hab, pass auf, ich hab Keep Speed, VCA, zeig mir 7 an. Ja, das funktioniert bei mir nicht. Und, ja. Die normale Geschwindigkeit von 6. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich passe mich einfach an, das, ich sehe es ja. Ich will auch schneller fahren, aber. Nee, alles gut, du. Obi, rechte Seite Silo-Wand, bitte. Wir haben hier hinten 85%, wenn noch ein Abfahrer über ist. Krummi, gute Nacht. Ne? Ich glaub, danke fürs Einschalten. Ja, machst du das mal? Ich finde den Anhänger auch richtig geil. Weichfänger. Ich mag die Farbe einfach. Also genau den Grünton und dann mit den beigen Felgen. Also ich bin da ein kleiner Fan von. Ah, Matze, ist keiner da. Ich glaube, kannst Messer schleifen oder sowas. Ach, jetzt war ich auf der Geht rum. Wollte hier doch gar nicht abbiegen. Oh. Mann, was ist denn das jetzt? GeForce Ready Game Treiber verfügbar. 98. Hast du sie noch alle? 99. Kann ich mehr lenken? Scheiße. Alter. Da kommt auf einmal so eine Anzeige hier unten in der Ecke und ich kann nichts mehr machen. Ich glaube, es hat. Die hatte ich eben auch beim Fahren. Mutz, ehrlich. Ich habe gerade Probleme mit dem VCA, ganz kurz, mit dem Tempomat. Mhm. Ich hatte gerade Probleme mit dem GPS. Mhm. Jetzt. Felix hat Probleme mit Zügen. Ich habe aktuell überhaupt gar keine Probleme. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Nee, ich habe auch keine Probleme mit das Zügen. Das bloß keiner vergisst. Ich habe gesagt, dass ich jetzt in der Gewerkschaft bin. Ja. In der GDL? Ja. Ja. Ja.
Der John schreibt gerade, ich mach mal den 31er, Lenz ist schon wieder zu langsam. Oder Lenz wird schon wieder zu langsam. Schwachsinn. Glaube ich auch nicht. Wir sind eigentlich ja relativ schnell alle unterwegs. Ich spiele gerade hier, ja. Das stimmt, muss ich auch sagen. Ich bin nicht mehr ausgestiegen für ein Foto. Ich habe kurz die Drohne hinten rausgelassen. Ja, ne? Ne, nix. Die Insel habt ihr frei, ne? Matze, habt ihr die Insel frei? Oder ist es auf Bock? Die Insel müsste frei sein. Zweiachser-Dämmler, gibt's den als Zweiachser? Ja, ich glaube. Genau. Drehen wir hier oder fahren wir durch? Kalle, das wäre auf jeden Fall ganz gut, ne? Wegen Abschiebewagen. Abschiebewagen ist schon was Feines. Ist richtig fein. Ja. Moin Moin hier. Tacho. Tacho. Oh. Ey, sag mal, bist du hier gerade durch den Knick gebrettert? Wer? Das ist eine Straße, Lenz. Die Knickstraße. Bist du wirklich über die Straße gekommen? Sah aus wie beim Knick. Jetzt habe ich mich verfahren. Bist du beim Knick gekommen? Karma. Oh, shit. Holy shit. Na gut, dann werde ich mal den Schiebewagen rückwärts schieben. Ja, da, ne? Da ist er dafür, ne? Oh. Dann schieben wir ab, wa? Abgeschoben. Schieb doch mal einfach. Ja gut, viel kriege ich nicht mehr rein, ne? Hier wird es gleich zum Stillstand kommen. Wie viel hat er denn jetzt überhaupt runtergekriegt von der Flotte? Ach, die Hälfte habe ich schon locker weg, glaube ich. Langsamer. Stefan DX, grüß dich. Ja, wunderschön. Doch, langsamer. Was kaufst du da schon wieder? Immer noch Nicknacks? Der hört gar nicht auf, ne? Wahnsinn. Ja. Ja, Kalle, müssen wir echt mal gucken. Also ich bin definitiv gegen die Fortuna-Molde, weil die zu hoch, zu groß. Oh Gott. Ja. Als Schalldämpfer, damit das nicht so zu groß ist. Okay. Und da dann einfach nicht so viel Sinn ergibt, dann wird der Dämmler 97. Aber beige Felgen, da müssen wir das mal durchgucken. Ich meine, guck dir die Farbkombination an. Ich glaube, das wird ganz schön pelzig. Das ist wirklich, da geht doch nichts so, drüber, oder? Klingt das so, als wenn ich eine Dachrinne fresse, oder was? Nee, nee. Alter Matze, ey. So, Fipsi steht. Wo ist er? Erst vom T-Bone Steak oder so. Felix, komm rauf. Ja, ich seh's nicht. Alles gut. So, Herr Dirk. Genau da rein schon. Schön nah an der Wand. Schön nah an der Wand. Genau. An der Wand lang. Genau. Machen wir mal das Licht aus, dann blendet das nicht so. Okay. Ah, man kennt ihn. Wo ist denn der Schulemaker da gerade reingedonnert? Ist er da gerade übers Gebüsch reingedonnert? Auch das kennt man. Oder habe ich mich verguckt? Ja, habe ich mich auch gerade. Also es war bestimmt, da war eine Straße. Mhm. Lenz, bist langsamer. Lenz, bist langsamer. Ich fahr jetzt mal 8. Bleibst bei 7, Lenz. Ja. Also, Rob, schön durch die Mitte durch, bitte. Immer durch die Mitte. Da wäre ich dir sehr, ne? Da fährst du immer noch einen Tick schneller als ich. Aber ich gebe auf 9. Ich finde, das ist ja 7,1, 7,2. Bei Matze, bitte. Das ist eine richtige Challenge. 65. Die Geschwindigkeiten. Lenz, fährst du mal langsamer? Jetzt. Ja. Okay. Jetzt. Wie schnell fährst du, Lenz? 7. Ich fahr 9. 7. Laut. Ja, laut. Selben. Laut VCA, das passt. Ach, auch nicht. Warte mal. Nee, ist gut. So ist gut. Was tust du? 7 fahren. Der Tempomat war auf 9, aber die KMH-Anzeige war auf 7. Das ist bei mir das Gleiche. Ich habe das Gefühl, dass der Server hier so ein bisschen nachhängt. Also die Synchro. Nee, die ganze Zeit schon. Ah, was ist das denn? Das war auf iOS, auf VCA oder Tempomat? Den Tempo, Vanilla-Tempomat. Ja, dann machen wir Tempo.
herrlich, Rock. So ein Feini. Feini, hol, hast du Holzdeckchen, komm. Na. Ja, bin bei dir. Kannst am besten immer hinter mir fahren, Tobi. Hinter dir. Gut. Wie viel fahre ich jetzt bei dir, Philipp? Also wir fahren jetzt gerade 656. Mein vorne, ich bin bei 96. Mein Tempomat zeigt 97. 98, ich gebe Gas 96 und bin weg. Ich bin da, Marcel, geht weiter. Genau. Bist du noch auf 7? Ja. Ja. Ja, das ist halt echt schwierig. Ja, ich komme auch gar nicht auch richtig auf Geschwindigkeit. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich hätte vielleicht den Server nochmal restarten sollen. Oh, das ist ja echt grausam. Ja, Tonleiter habt ihr auch bestimmt, ne? Nee. Ach, die Tonleiter bin ich immer. Ja, leider mehr, mal weniger. Nee, ich bin also performance-technisch heute ein bisschen schwierig. Weil Netflix alle Frauen von uns. Wie bitte? Ja. Alle Frauen von uns gucken Netflix. Nee, also. Sperre. Alles Sperre. Passwort geändert. Ja, geil. Der Router ist vorbereitet. Ich hier rechts von dir. Ja, bitte. Wohin? Vom Stream noch kurz alle Mods runtergeladen und ich habe meine Freundin verboten, überhaupt einen Stream anzumachen. Jetzt sehe ich. Sicherheitshalber musst du das WLAN-Passwort ändern und das Net vom Netflix-Account. Und schon kann dir nichts mehr passieren. Ja. Richtig. Gar kein Thema. Bis für heute raus, Maler 90. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend, ne? Komm gut durch die Woche durch. Nein, natürlich nicht. Mach's gut. Gute Nacht. Jan Schulze, dir auch gute Nacht. Peter Teufel, gute Ab Nacht. 23 Uhr. Mose, die Säger. Moin, grüß dir. Gar kein Problem, da bin ich Mensch in erster Linie. Ja, eben. Ich fühle das auch. Firma, dank. Also, muss ich echt sagen. Gerne, gerne. Wirst du ja gerade gesehen haben beim Zug. Ich muss Hessel. Ja, ist doch nicht schlimm, Michi. Nee, das ist einer im Chat. Achso. So nennt er sich. Schreibt, kann einfach nur dir zugucken. Alle anderen haben einfach keinen schönen Schlepper im Vergleich. Pö. Das halte ich, das halt ich für eine Lüge. Ich fühle mich geehrt. Vielen, vielen Dank. Das halte ich für eine Lüge. Halte ich auch für eine Lüge. Mobbing. Ja. Was fährst du denn? Du fährst aber nicht den Roten wieder. Was, ich? Ja. Was für einen Roten? Nein, um Gottes Willen. 825.000 sind im Silo. Da war ich ja so verpönt, als ich den mit Rot lackiert hatte. Den schönen Weinrot. Ja, schön. Nee, was fährst du jetzt? Grün. Ein Grünschlepper. Ach was. Richtig. Mit gelben Felgen oder was? Nee, ach, hier mein 900er. Ach, der, ja, okay. Ist normal. Tino ist da. Ach, Tino. Ihr seid ja so viele. Full. Lohnt sich's denn noch? Hips voll. Moin. Ja, Hips voll, ne? Ja, sehr gut. Lohnt sich doch immer. Gut, beitreten könnte ich, so wie es aussieht. Einfach machen, einfach machen. Auch rauf da. Welch Ehre, moin. Hallo. Rüber. Moin. Da bin ich mal gespannt, was mir heute zusteht. Häcksler fahren! Ja, nein, Scherz. Hol dir gespannt und dann abfahren. Nicht, dass ich jetzt einen Avant mit einem PKW-Anhänger nehmen muss. Du kannst mit deinem Frontgruber das Silo ein bisschen durchziehen. Welcher Häcksler wird gebraucht? Bei mir bitte. Bei dir? Hm. So, mal sehen, ob man das funktioniert. Alles wartet. Dino, man muss auch mal verlieren können. Das liegt so jetzt nur an dir. Was? Das alles wartet? Ja, sicher. Jo. Nee, passt schon. Geh doch weiter. Muss ich dich ja erstmal suchen, Fips. So, wir brauchen einen Abfahrer, welcher Hacker? Ah, hier vorne ein Klaas. Ah! Und weg.
Und der Fahrer vom Klaas ist weg. Nee, nee, der ist da. Ist er schon wieder abgehauen oder was? Du kannst auf den Lohnerhof gehen und dir da eine Kiste schnappen. Ja, achso, jetzt, aber wir haben. Schnell. Mal ein Stück vor, Matze. Hol dir beim Händler einfach das, was dir gefällt, würde ich sagen, über die Gemeinde. Nö, ich kann einfach, wenn genug da steht, fahre ich auch was da ist. Ja, was ist denn da Lohnerhof? Ja, auf dem Feld steht ja auch noch ein Gespann hier mit dem Dämpfer. BGA. Also, der Case würde ich dir nicht empfehlen, der rutscht. Der rutscht zu sehr. Das ist eine... nicht schön. Dirk, wo willst du mich denn hinhaben? Rechte Seglo-Seite, bitte. Ich muss die Leute kurz, ich muss mal kurz hier den Funk, mich aus dem CB-Funk verabschieden. Und mich mal muten hier für euch. Alter, Werner. Oh, Leute. Was macht ihr denn da mit dem Chat gerade? Als ob ich... Also, Leute, da kommen jetzt aber mir zu viele rein, dass ich das... Krieg ich das vorgelesen? Ich versuch's auf jeden Fall. Yannick, Axel, Iggy Zock, Klotzi, Maximilian, Mr. Stolle, ein DSV, Kai Michel, bei Kalonomo. Ey, Jungs, Leute, Mädels, vielen, vielen Dank Werner erstmal für den Mega-Raid hier. Knallhart und knallharte Community. Bannig. Das hört ja nicht auf. Wolf, Lorenz, Undertaker. Leute, viel geil, dass ihr so mitmacht beim Raid. Heftig. Yo, wir sind beim Heißfahren. Krass. Ja, vielen Dank, Dipsy-Fan, Flixo, Staudenjumper, hatten wir schon, ne? Vielen Dank für eure Follows, dass ihr hier reinkommt. Dankeschön. Und Werner, vielen Dank für deinen Support. Ehre, dem Ehre gebührt. So heißt es so schön. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Und habt vielleicht noch 1, 2, 3 Minuten vielleicht Spaß, hier beim Mais zuzuschauen, wie euch lieb ist. Bitteschön. Abfahrt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, falls ihr auch gerade Feierabend macht und auf dem Weg ins Bett seid. Zu euren Liebsten einen schönen Abend und ja, vielleicht guckt ihr das nächste Mal rein. Bis denn. Oder ab jetzt Spaß gehabt, nicht wahr? So. Jetzt geht das schwierig. 10 Leute sind wir. Mhm. Das hatten wir ja lange nicht, ne? Mhm. Das stimmt. Immer noch welche. Kapisch. Oder was? Ich gebe euch so die Performance. Dafür läuft es aber trotzdem gut. Nee, das war vorher schon. Meister, ich muss Haus rein. Schönen Stream machen. Fleischfinger, ich wünsche dir was. Gute Nacht, ne? Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Ist schon etwas begrenzter, auch, grüß dich. Vielen Dank für die Blumen. Wo soll ich ihn hin? Ja, Matze. Jo. Hat schon wieder. So. Matze, ne? Jetzt wird's aber chronisch. 9 Dritte und 7 fahren wir, ne? Genau, bei mir genau dasselbe. Ja. Wahnsinn. Auf dem Bagger wahrscheinlich auch den ganzen Tag. Bitte? Macht er auf dem Bagger wahrscheinlich auch den ganzen Tag. Was ist dein Dachpappe fressen? Achso. Nix. 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 Ach, auf dem Trecker ist das scheißegal. Der Meister hier fährt vollautomatisch, ja? Ich konnte jetzt noch nichts feststellen. Ich sehe noch so eine römische 2. Das ist gut. Das ist die Gruppe. Ich glaube, der hat einen VT. Also ein Vario quasi. Ja, also er fährt von 0 bis Endgeschwindigkeit fährt er eigentlich. Ich habe jetzt nicht gemerkt, dass er irgendwann aufhört. Felix, passt das? Armin? Bitte langsamer. Ja. Kannst du noch ein Stück vorfahren? Ja. Ich muss ein bisschen ausholen, sonst komme ich da glaube ich nicht rum. Achso, du fährst die erste Einfahrt rein? Ja. Achso, ja, ich kann auch so die zweite fahren. Aber ich muss auch über die Waage hier. So, dann mal los. Für die Abrechnung nachher? Nicht, dass die Dispo Boys hier nachher wieder krumme Dinger vorgeworfen werden. Hallo. Um Gottes Willen. Ne, danke. Krumme Dinger, wie hat denn der sein John Deere gekauft?
Ihr wart doch pleite. An- und Verkauf. Ich weiß es nicht, wo er den verkauft hat. Das ist die Frage. Wer hat den Fando. Abnehmer? Momox oder was? Entschuldigt mal bitte, wer war pleite? Also du hast letztens noch geklagt und hast gesagt, boah, ey, ein bisschen teurer, dann hätte ich aber nicht mehr zahlen können. Naja, erstmal ein bisschen Kontokorrent gekratzt. Ja, da ist alles gut. Nee, stopp. Da wurde uns und ein John... Und jetzt kauft er sich einen John Deere. Ja, weil uns einer unterschlagen wurde. Sogar der ist noch nicht mal angerechnet und wir konnten uns das leisten. Richtig. Eieieiei, also da müssen wir auch nochmal mit der Oberleitung sprechen hier. Die Oberleitung. Die Oberleitung. Viel, auch mal ein Wort reden. Vielen Dank, Werner. Ich hätte gerne einen Termin. Ja, ich mal aufs Dach und pack da noch erstmal eine Runde dran. Dann hat sich das Reden erledigt. Kriegt die da noch zusammen? Also mit der Oberleitung wollte ich nicht reden. Lodi, Niedersachsen Gaming, das Osterei, Silve, Babovi und Schredder, viel Spaß mit dem Gipfelsatz, Werner. Vielen Dank. Mega. Dankeschön. Und Case IHCV... X, IHCVX. So, da gucken wir nochmal, wie viel haben wir hier? Eine gute Nachricht, schon gut zur Schule. Ferien sind vorbei oder was? Oder fangen noch nicht an? Also sind wir ja gleich fertig hier, ne? Freddy, dir auch einen schönen Abend. Muckout erstmal. Clemens, moin. Da waren wir aber übermotiviert. 99, 100, ich bleib stehen. Ja, ich bin ja hinter dir, fahr mal weiter. Du bist hinter mir. Mhm. Da oben die Ecke ist da noch. Ich mache mal das hier fertig. Okay. War noch ein bisschen geradeaus weiter. Okay. Das Osterei, Ehre. Das ist, Michi, du kannst den Tempomat auf 9. Auch noch da gesagt. Sehr auf schön. 9? So gehört es. Ja, vielen Dank. 7. Okay. Ja, guck mal. Ach, Ferien ja, fangen wir nicht. Okay. Ja, 6 und 7. Schwankt so. Genau, hin. Richtig. Ja, ja da rein, Lance. Passt schon. Das da rein heißt links, ja, ne? Wo du... Ja. Rechts wäre schlecht, das wird nicht gehen. Rechts wäre schlecht. Ja, das sieht man vom Anfahren nicht, ne? Passt direkt in verschiedene zusammen. Oh, Leute, ist das gewollt mit 15er Vorspulen? Also, ich frage nur für einen Freund. Nee. Okay. Weil es wurde auf einmal so dämmerig. Ist das? Weiß ich nicht. Tobi, kannst direkt daneben. Ich war es, glaube ich, nicht. Der Silowand. Das kommt manchmal. Nee, nehm halt Lenz da direkt. So, da wo du jetzt bist, rein. Mag das jemand mal bitte umstellen? Klapp mal ein, dann kommen wir uns nicht an eine Quere, und alles gut. Ja, das passt. Alles gut. Ja. Ist umgestellt. Merci. Riecht auch lecker. Ja. Hatte ich neulich eine Packung bekommen von den Erzieherinnen, weil ich da für meine überragende Elternsprecherarbeit. Gottes Willen. Naja. Ein Elternsprecher. Ach, Elternsprecher. Ja, ich weiß noch, wo du Elternsprecher geworden bist. Das war in Hasewinkel, hattest du das erzählt, meine ich, ne? Ernsthaft? Nee. In Hasewinkel? Also ich meine, da hast du erzählt, oh, ich habe gar kein Los, ich soll das und ich weiß nicht, ob und... Nee. Nee? Erst später? Das war, ja. Okay. Das war erst später. Ich habe gedacht, du hast das bekommen, weil du so gut aussiehst. Sowieso. Nice. 98, bin voll, muss weg. 2 Schachteln bekommen. Rutscht der Radlader hier? Der Radlader? Welcher Radlader? Der gehört da ja, nicht hin. Der ist nicht anfassbar. Der ist auf irgendeiner ID, die da versteckt ist. Ach so. Und der ist unterwegs, ja. Ganz wild unterwegs. Ja. Er macht gerade die Rasenmäher platt. Ja. Schon Licht hier anmachen, wa? Ja, auch schon. Ja. Michi, blendet das? Es nützt ja nichts. Es ist wieder dunkel. Dankeschön fürs Follow. Ja, dann machen wir heute wohl zeitig Feierabend, ne? Was? Wieso? Wir sind doch gleich fertig hier. Ist wirklich? Nee, wir haben doch die 21. Ja, ist auch noch nicht fertig hier. Lohn unternehmen. Wo soll ich jetzt hinkommen? Muss ich 4. Muss ich überhaupt noch, oder? Weiß nicht. Vorgewinde kann man auch machen. Doch. Also wir brauchen hier noch ein paar Abfahrer, so ist es nicht. Naja, das ist doch gut. Dann können wir dann rüber switchen, aber dann müssen wir die... Oh, haben wir die Arbeitsstände von den Häckslern aufgeschrieben? Die Betriebsstunden?
Och, na, das ist ja günstig. Also, warte mal, günstig. Doch, der Johnny hatte, der Johnny hatte 12,5, glaube ich. Nein. Nicht? Nein. Pauschal nein. Warte mal, wir sind jetzt seit anderthalb Stunden dabei, also... Ja. Ja, der hat jetzt 11,1. Sag mal, wer rechnet denn überhaupt irgendwelche Zahlen davon noch nach? Das ist doch alles André. Pauschal, oder? André, der macht das. So. Ich weiß nicht, wenn du die Rechnungslegung wird uns irgendwann... Obwohl, nee, neulich hatte ich eine saftige bezahlt. Ja, 26.000 oder so, ne? Ja. Also saftig für unsere Verhältnisse, nicht? Ich hatte auch da ein bisschen schneller. Ja, zwei sogar. Rob, bitte so rechts neben mir. Ach guck, da kommt Tino. Ach, da fehlt nichts. Ich versuche das mal gerade auszufahren. Ich bleib bitte stehen. Ja, ja. Ganz kurz AFK. Micha, stehen bleiben. Enduro Prinz, danke dir auch. Enduro Pignitz. So, ja. Danke schön fürs Folgen. Moin. So, jetzt kannst du den Tempo mal rein. Ja, 90% ist schon jemand in Richtung FIPS unterwegs. Zwei Mann sind unterwegs. Ja, irgendwie sehe ich noch vor mir. Bist du auf der Straße, Tino? Hinter jo. Dir, ja. Ja, dann. Ja, genau. Dann wollte gerade sagen, dann bin ich das. Oder mein, das Gesäß, das der Mann. Oh, ich erst voll. Ja. Tschüss. Matze, ist das die letzte Bahn hier? Bitte noch nicht raus. Achso, nee, das ja? ist ja hier. Ist das die letzte Bahn hier? Ich habe hier leider nur so einen schmalen Streifen. Und da oben, in der Ecke ist auch noch was. Oben rechts, da an der Ecke. Okay, ich bin bei 62%. Für den nächsten Abfahrer. Langsamer fahren. Langsamer fahren. Ja. Langsamer. Ja. Ja. Oh. Jetzt hatte ich auch einen richtigen Leck. Ja, der saved immer mal. Nee, das war kein Save. Also ich bin jetzt wirklich 100 Meter ohne Sicht gefahren. Das ist so. Synchro? Fehlende? Mit Sicherheit, wa? Ja, ja, also ich kämpfe ja wirklich. Also es kann ist sein, ne? Ja, es ist hier mit 10 Mann, ist ein bisschen. Ich hab also vergessen, dass ich kann Tempomat nicht fahren. Dann Felix, neben Rob, bitte. Gucken weiter noch, weiter. Und ich da seh. Rein, ja. Ja. Tino. Hier noch ein. Jo. Weg. Müssen wir nochmal drehen hier, oder wie ist? Ja, den Streifen will ich nochmal wegmachen, ja. Soll ich jetzt nochmal auf die 4 kommen oder sollen wir jetzt woanders umrüsten? Also, gute Frage. Ich meine, so 2 müssten auf jeden Fall hier noch her, wenn nicht sogar 3. Aber Tino, ich bin jetzt da. Ja, ich glaube. Ja, okay. Tino ist da, Lenz ist da. Einer vielleicht noch zur Sicherheit. Als genau, als zur Sicherheit vielleicht nochmal einer. Na, das ist ja noch. Rob unterwegs noch. Jo, ja, dann komm ich rüber. Ja, dann brauche ich, glaube ich, dann Theo praktisch ja nicht mehr zurückkommen, ne? Wenn ich jetzt auf dem Weg. Langsamer. Armin, langsamer. Was denn? Jo. Noch langsamer. Dann ja, ganz links ist auch noch ein Streifen, den machen wir auch noch am Berg. Und dann machen wir oben. Dann links ist da. Mhm. Wir machen. Also, ich mache hier noch Schluss. Also ich mache hier noch den Schlag fertig und die anderen fangen eventuell noch den nächsten Schlag an, häckseln. Vielleicht bräuchte ich noch einen Wagen. Müsste ich nochmal gucken. Fragen. Was ist denn mit dem Anhäckseln auf der 21? Wollt ihr das wirklich machen? Also. Ich? Ja, ne? Ja. Lenz? Jo. Möchten nachlassen? Jo. Ja, dann würde ich, wenn ich mich gleich abgeladen habe, schon mal in diese Richtung fahren. Oder wollen wir da alle nachher geschlossen fahren?
Also ich mache Feierabend nach dem Schlacht. Das passt ganz gut für mich. Dann also ich, fühlt sich das gut an. Steigst du noch ein oder beendest du den Tag, Lenz? Das wird, ich muss zum Bahnhof. Ich denke, ich beende. Also ich schaffe es, glaube ich, einfach nicht noch einzusteigen. Okay. Was? Bahnhof? Ja. Ich verstehe nur Bahnhof. Krieg Besuch quasi. Bist ich du? Hatte 2 Tage sturmfrei und jetzt hole ich quasi die Kinder aus dem Bällebad wieder ab. So. Eigentlich ist es andersrum, wenn man ehrlich ist, ne? Aber ja. Strohwitwer, so. Oh, komm mal her. Komm. Ich stehe hier in der Bucht. Ihr könnt ja, voll hat Vorfahrt. Na gut. Hast du nochmal rum, Lenz? Ja, ich habe 75 jetzt. Einmal komme ich noch runter, glaube ich. Oh, die sind so voll in einer Schüssel. Also ich war hier noch auf der Wiese. Man muss das Feld einmal synchronisieren. Ich habe den aber auch lange nicht mehr restartet hier, den Server, muss ich zu seiner Verteidigung sagen. Ja, ich bin ja gerade erst rein und die Karte ist groß, ne? Hat auch schon einiges zu tun. Definitiv. Es stehen hier auch unglaublich viele Mods überall. Und 1000 Ballen. Ich glaube, alle, die wir im Mod-Ordner haben, die stehen hier. So ziemlich, ja. Von daher ist das schon nicht schlecht, dass das überhaupt so läuft. Ja. Jetzt wie voll bist du? Weil du bist wieder so schnell. Lieber Matze, muss noch ein Abfahrer kommen, bitte. Ich bin unterwegs. Cool. Letztes voll. Nicht mehr viel. Gut. Ach, halt doch an. Michi, so bitte links. Tino, bitte einmal 9 einstellen, den Tempomaten, dann fahren wir 7. Ja, ich schau mal, was er so macht. Voll. Hast du da eigentlich einen Beifahrer bei, Rob? Nee, den habe ich nicht eingebaut. Ich hab da noch einen ganz alten, ganz damals, als der Passenger reinkam, da hatte ich dem 2 oder 3, glaube ich, sogar eingebaut. Der eine konnte auf der Treppe stehen. Geil. Ja. Hörst du das, Tino? Ja, ich hab's hier. Was? Ich möchte, dass er das beim Avant auch, dass man da sich an eine Seite ranstellen kann. Ja, das wie beim A-Team. Genau. Das ist auch geil. Die machen das auch. Wie bei Bob der Baumeister. Ja, genau. Ja. Können wir es schaffen? Ja, wir schaffen das. Du kannst da endlos viele quasi raufstellen, ne? Ja. Kann schon ein bisschen Schabernack betreiben, ne? Ja, einen hinten auf die Fronthydraulik. Ja. Einen oben auf Starfire drauf. Links und rechts auf die RKLs, ey. Wer mag auf dem Auspuff, ist auch noch Platz, also. Ja, das ist für die ganz Mutigen. So, ich nehme an, ihr seid relativ westlich. Oder? Ja. Yes. Ja. Genau, Kalle. Kannelin, da hatten wir den noch auf der Treppe stehen. Einer ist mitgefahren, einer auf der Treppe. Bei Cerabis, ne? Weiß nicht, ob wir auf der anderen Seite auch einen hatten. Also, dass quasi auf beiden Treppen einstehen konnte. Welche Parzelle wollen wir da mal anfangen? Ich glaube aber nur auf einer. Ich glaube, 2 Beifahrer waren möglich. War auch logisch, ne? Für große Firmen für dich. Diese Niere. Das war herrlich. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein Foto von haben. Also, wenn du bei der Cerabis reinfährst, dann die rechte Seite. Kandelin. Das war herrlich. Das war wirklich herrlich in Kandelin. Cerabis. Eigentlich hätte ich auch noch mal Bock auf ein kleines, eines Stück kleines Revue passieren. Der Leuchtturm ist, richtig? Da kann er den. Sorry, das war... Nee, los, noch mal, das Nierenform. Das Ding noch mal eingerichtet? Also das über der 23 praktisch. So, das meinst du, ja, können wir machen. Ja. Dann müssten wir aber dann einmal zum Leuchtturm trotzdem umhin fahren, da ist unser einziges freies Silo.
Müssen wir mal gucken, dass wir so wenig Mods wie möglich, aber dennoch gerade das Wichtigste. Oder wir nehmen eben halt dann eben halt das obere Stück, dass wir einen kürzeren Fahrweg haben. Wie Evo, gute Nacht, ne? Schlaf gut. Abfahrer, ne? Hey, ja, im Prinzip fürs Reinscheiden. Ja, also ich würde auch sagen, danke fürs Follow. Moin. Da hinter dir? Tobi. Der kann eigentlich, weiß nicht. Muss bei Fips noch einer hin? Nö, das schaffen wir. Na ja, dann fahren wir zur... Wohin jetzt? Also, bei der Agravis einmal rechts rein, bei der 27, über den Kanal oder über den Fluss und dann ist da dieses, ich sag jetzt mal, genau, auf der rechten Seite von dem Kanal, von dem Fluss, das Feld, das fangen wir einmal an. Ja, genau, meine ich ja, Kalle. Da müsst ihr einmal komplett um die Zehen rum und dann am Schafhof vorbei. Ich fährt nicht mehr auf der Waage hier, okay. Das ist ein Lohner, ne? Das ist ein Lohner. Weiß jemand, ob von dem 900, den wir hier drauf haben, der Lenkwinkel verändert wurde? Jungs, ich schleiche maximal mit 30 km/h über die Karte. Das ist eine ganz alte Version, ich weiß gar nicht, was da... Das weiß ich auch nicht, die ist wirklich... Die ist Asbach, ja. Das ist eine der ersten, glaube ich. Ja. Aber wieso hat der links neben mir? Hat der einen größeren Lenkeinschlag? Nee, hier schreibt jemand, der hat einen geringeren als die Version, die derjenige hat. Okay. Lenkeinschlag kann man doch selber einen nachtragen. Ja. Das ist einfach nur. Also ich finde, das prinzipiell ist er hier wie ein Boot. Wenn man dankt. Dirk, das hatte ich jetzt nicht verstanden. Wo? Ja, da so, da liegt schon ein so eine... Und so direkt eine daneben. Ja, genau. Tino, wir fahren jetzt mal Freestyle, wir brauchen jetzt hier nicht mehr auf- und abfahren, ne? Was heißt Freestyle? Also jetzt einfach Kontur lang fahren hier. Ja, bei Philips musst du aufpassen, der fährt manchmal auf zwei Räder mit dem Häcksler. Ich sehe noch gerade, dass ich bei 93% bin. Oi! Ja, ich fürchte, da bleibt ein Eckchen stehen. Oh oh. Haben wir es, Matze, oder ist noch irgendwo was? Also hier oben ist alles weg. Ja, Felix, kommst du einmal her? Ja, 98. Ich muss erstmal meinen. Achso, da unten seid ihr. Ja. Ja. Na klar. Hat denn noch jemand gerade diesen Lag? Nee. Nee. Okay. Also ich hatte jetzt keinen Lag. Aber einmal jetzt gerade. Achso, ich kann es nämlich auch nicht einschätzen, weil bei mir noch nicht alles synchronisiert ist. Ich weiß nicht, wie viel da noch steht. Nee, ist alles gut. Ich ist nicht viel mehr. Alles gut. Aber da ist jetzt voll, ja, ist voll, das war's schon. So. Armin, neben mir, links neben mir. Ja. Ach, jetzt ja, doch wieder welche da. Den machen wir hinten aus. So. Zwei Wagen kommen noch, Dirk. Ja, wunderbar. Tino kommt nochmal rum und dann komme ich nochmal rum. Ja, passt. Oh, drin. Sehr geil. So, wo wird's jetzt hingekippt? Milchviehbetrieb. Milchviehbetrieb. Haben wir überhaupt drin, Dirk? Richtung Shop wieder hoch. Shop. Ist ja da relativ nördlich. Ah ja, ich seh's ja. 1,21 Millionen. Da kannst du die zweite Einfahrt nehmen und dann hinterfahren. Was ist da oben? Ja, ja. Wo auch Lenz und Dirk sind. Genau. Gut. Nächsten Monat. 21.11. Bitte folgen. Ja, ja, CC. Bleibst du links von mir, bitte? Ja. Das ist denn der Hexer, der fährt nur 31 Kamera. Wie wär's denn, wenn wir jetzt anfangen? Ja, es ist. November machen. Am besten müsste man eigentlich November mal neu starten. Ja, ich erreiche meine also bei Flo weiß ich, dass mehr. Wir, glaube ich, keine Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ich würde den unteren Schlag und, nicht mehr mitfahren. Armin und Chris, denke ich, dass sie auch dabei sind. Das packt er hier irgendwie nicht. Ich so, würde jetzt tatsächlich aufgeschrieben. Den und unten nicht mehr mit einstellen. Ja, dann... Lohnt sich da noch? Dann können wir einen Häcksler wegstellen, einen davon.
Oh, Fipsi, kriegen wir das hier alles weg? Weiß nicht, Felix. Ich lasse noch 81. Was war noch? So, ja, ab und Feierabend. Ja. Was machen wir mit dem Dämmler? Ich würde den ja gern behalten. Wenn du ist, dann schieben wir es ja heute rein. Das ist kein Problem. Okay. Hatte jetzt alles raus. Jo. Ja, nee, so, braucht ihr mich noch auf 4? Nee. Ich glaube nicht. Das sollte hier. Achso, links sollte ich bleiben. Ja, ist egal. Kannst du fragen, wie du bist. Sag mal, wie viele Hektar sind denn das in... Würde ich meinen... Ja. Gespann runter zum LU fahren, ne? Nee. Armin, ich wollte gerade nämlich fragen, wie viele Hektar sind denn da vom LU zu häckseln? Also sprich, wird das noch nächste Woche auch noch ein Einsatz erfolgen, weil dann würde ich den Dämmler... Ja. Auf jeden Fall? Ja. Und dann können wir... Ich sehe gar nichts hier. Was blendet das Auto von hinten doch? Ja, wenn nichts anderes für nächsten Donnerstag geplant ist, dann können wir natürlich auch die Maisparty dann Donnerstag fortsetzen, weil das ist nämlich auch eine ganz gute Fläche. Wie viel denn, also grob? Also mehr als heute? Mehr als viel? Ja. Dann, stimmt. Dann macht das ja Welche nur Sinn. Welche Fläche ist das? Die 21. Die 21, alles was Mais ist. Also das sind die unteren 4% oder 3. Also das ist doppelt so viel, würde ich sagen. Schau doch mal bitte einer, wie weit die Zuckerrüben sind. Oh, Dirk will Urlaub nehmen. Dirk will Urlaub nehmen, sagt er das nicht. Auf welchem Feld sind die denn? Ach, da muss ich noch ein bisschen bedulden. Zuckerrüben sind, unser Mais ist ja auch noch im Frischmais eigentlich, ne? So, und die Rüben sind genauso weit. Ja, dann brauchen wir da uns noch keine Sorgen drum machen, dann ist alles gut. Ja, es kann sein, dass jetzt im nächsten Nachwechsel vielleicht sogar die Erntestufe kommt, aber... Ja, weil laut Seasons Kalender müsste es eigentlich schon soweit sein, ne? Die 21 sind das die drei Felder übereinander rechts neben der Bahn und drei Felder... Ja, und auch links, genau. Rechts und links vom Fluss. Ne? Das ist ja Wahnsinn, dann kriegen wir das ordentlich gar nicht an einem Abend weg. Wahrscheinlich nicht, ne. Hey, wir werden ja auch nur einen Teil davon häckseln. Also wir werden auch noch einen Teil davon dreschen. Okay. Ja, dann lass doch nächsten Donnerstag da ansetzen, oder? Ja gut, dann fangen wir am besten jetzt gar nicht erst damit an. Ach so. Oder doch? Ich Hacker da hin. Oh, wir können doch anhäckseln noch, wenn wir noch Zeit. Wir haben ja noch eine Stunde. Wir können ja hier das südliche Feld können wir ja anfangen. Tino, rechte Seite. Also ich fahre jetzt oben zu Ceravis, ne? Ja, also rechts nehmt ihr durchfahren. An der Mauer, soweit wie es geht, an der Mauer. Jo, perfekt. Ich komme jetzt auch noch mit einer Ladung und dann können wir das glätten und abdecken. Anhänger weiß ich natürlich nicht, wie schnell du fahren musst, ne? Ich auch nicht, vor allem. Der Dämmler, hat einer deine Abladegeschwindigkeit? Ich glaube, der ist auch angepasst. Nee, ist er nicht. Da kannst du mit 12 durchballern fast. Kommt drauf an, welcher. Ich glaube, der mit der Drechsel ist. Ich gebe mal Gas, ja. Naja, der hat ziemlich schnell. Okay, dann ist es ein anderer. Irgendein Dämmler war angepasst. Also den Tino jetzt hat, das ist sieht der von mir und der ist extrem schnell. Ich glaube auch 10 km/h ist so das, was da braucht. Der Drehschemel, glaube ich. Der Drehschemel-Dämmler, der ist angepasst. Geht's hier zurück? Kommt jetzt noch jemand hier? Nee. Bitte? Dirk, du bist kommt arbeitslos. Ja, ich bringe dir jetzt nochmal 40 Kubik. Ja, dann bitte durch die Mitte. Ja, das sind dann die letzten, ne? Danach können wir dann glätten und abdecken. Ja, genau, dann muss ich nur erstmal die Enden hochschieben und dann glätten und dann können wir abdecken. Also die Schlepper dann runter zum LU, ne? Ist richtig? Ja, macht Sinn. Ist ja am dichtesten bei. Ja, war. Ich habe genug noch zu tun hier. Aber ich würde sagen, der Rest, der noch hier ist, auf jeden Fall die 21 anhäckseln. Ja, machen wir. Also ich bin ja schon da, ich pack mich jetzt ab. Oh, ich bin hier gleich und dann stelle ich mich schon mal an die Steine. Ich fahre jetzt oben zu Ceravis, ne? Ja, und dann fährst du über die Brücke rüber und dann das rechte Feld. Okay, dann nehme ich da nochmal eben eine Tour mit, das liegt hier glaube ich auf dem Weg. Na guck, der kann da auch schon wieder nicht die Finger von lassen. Das ist schön. Genau, richtig, das südliche Feld von euch. Da, wo jetzt alle rum. Hier, Nutzerinfo: 6 Streams noch und dann ist 22 ausprobieren, ne? Nee, meinst du?
Ja. Genau, machen wir gleich einen richtigen Zauber-Crash-Test. Ja. Alles, was geht. Wie viel drehst du vorne? Jo. So, ist es zu 21. Dann fahre ich wieder zurück zur Feldeinfahrt, damit der Häcksler dann nachher gut draufkommt. Genau, Tito, und die kriegen das ja gar nicht mit. Du kannst dann immer, wenn du einen Wagen voll hast, bringst du den hier noch mit hin. Jawohl, mach mal voll. Wie gesagt, das Angebot steht für den Kuhhof. Wir müssen uns vielleicht. Also. Das reicht. Ja, okay, wenn ihr sagt, das reicht, dann. Weiß ich nicht. Meinst du, wir können noch was gebrauchen? Boah. Da ist die Distanz jetzt natürlich mega heftig, ne? Das sind doch jetzt schon, lass mich mal gerade gucken. 1,3 Millionen. Ja, das reicht locker. Glaube ich nicht. Zu 21 muss man von oben anfahren, oder? Warte mal. Oder ist da bei der Akrabis? Ja, du kannst bei der Akrabis kannst du auch reinfahren. Genau, da ist eine kleine schmale Brücke, da kannst du auch reinfahren. Ja, ich von oben fast. Oh, ich bin zu weit gefahren. Warte mal, ich setz noch mal ein Stück zurück, Tobi. Ich weiß nicht, wo du bist. Warte, kommst du? Hast du Platz genommen? Fahre ich denn jetzt lang? Hier bei der Zera, ich rein oder was? Nee, da nicht. Du bist bei der Zera, bist du kannst da. Du kannst jetzt den Feldweg weiter runterfahren. Rechts musst du abbiegen. Ja, da ist ja dieser Feldweg, ja. Genau, den kannst du weiter runterballern. Und dann kommst du auch da raus. So, hier bleib ich jetzt mal so stehen. Ja, ich brauche mal die Runde jetzt auch. Haupt steht da hinten ja auch schon parat. So, hier kommt ja jetzt nichts mehr drauf, ne? Korrekt. Gut. Gut, jetzt habe ich auch geguckt bei der Eckravis rum. Nee, da kommt nichts mehr rauf. Das ist. Nee, ach Matze, das reicht. So, ich fahre jetzt doch nach Tarnewitz. Mensch. Und dann können wir nächstes Mal von Tarnewitz hier zur Maisernte losstarten. Das ist, dass ich mich jetzt dann auch noch an die BGA ranstelle. Safe ist safe, wa? Tag. Dann in den Tag, in den frühen Tag reingehen und in den Tag reinarbeiten? Ich würde in die Nacht reinarbeiten. In die Nacht reinarbeiten? Ja, würde ich auch sagen, weil wir wissen nicht, was im Nachtwechsel kommt. Nachher haben wir statt frisch Mais, haben wir dann einen ganz anderen Mais. Ja. Außerdem das Feeling, Felix, das Feeling. Ja, ist ja richtig. Also nur noch mal um sicher zu gehen, wir kommen erst nächste Woche Donnerstag zusammen, ne? Ich meine, wo die Italiener ja auch nicht mehr in Italien unterwegs sind, frage ich aber nochmal nach. Die fahren wieder über den Brenner zurück, die machen was anderes. Ah, okay. Ja, nee, nächsten Donnerstag erst. Kannst du ruhig verplanen, Armin? Die Woche ist da, die ist durch. Das geht mein Hattrick jetzt schon wieder nicht. Ach ne, ich bin ja gar nicht im Trecker, dann kannst du ja auch nicht gehen. Oh Gott. Ey, das habe ich letztens gehabt. Das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber da habe ich, ich weiß gar nicht, bei wem ich zugeguckt habe beim Stream. Und da fährt er rückwärts und ich drehe den Kopf zur Seite und denk so, hä? Ja, kenne ich. Das habe ich auch schon oft gehabt. Scheiße? Ja, ich habe da auch automatisch schon sehr oft bei jemandem zugeguckt und meinen Kopf mitbewegt, ja. Aber das geht Maus-Spielern genauso. Man fängt dann an und schiebt die Maus, wenn man ein Video guckt und denkt, warum bewegt sich's nicht? Super. Armin, ich erinnere mich auch daran, als wir gemeinsam das Video geguckt hatten. Ja. Weil das war auch herrlich. Oh, Armin, ich soll nochmal von Luke Lehmann nochmal einen schönen Gruß bestellen. Der geht jetzt grüne. Rennen. Ja. Guten Abend. Ja. Tja, schön. Guten Abend. Das ist ähnlich so dieses Feeling. Ich weiß nicht, das werdet ihr wahrscheinlich auch alle kennen, wenn man stolpert und sich auf dem Bad legt, erstmal gucken, ob es einer gesehen hat. Ja. Erstmal gucken, scheiße, hat das jetzt einer gesehen und dann, oh!
Ich muss ihn jetzt zusammenreißen oder nicht? Ja, genau. Ja. Herrlich. Herrlich. Da finde ich eher hier mit dem Einkaufsbeutel an der Klinke hängen bleiben. Das ist viel ehrenloser. Auch schlimm. Auch schlimm. So, ich klinke mich aus. Ihr speichert ab. Ich bin runter vom Server. Ich wünsche euch noch frohes Schaffen. Und dann ebenso, bis nächste Woche. Ja. Donnerstag. Jo, genau. Erstmal. Ciao. Söderle. Moseliesel Agrar. Ich danke. Wir gehen einmal hier aus dem Spiel raus. Und dann können wir uns noch unterhalten. Nein. Wir können jetzt Feierabend machen. Ach ja, genau. Ich muss die Videos noch hochladen. Typ ordnen. 18 GB. Ich kann ihm doch nicht 18 GB hochladen, oder? Platz habe ich doch gar nicht. Ich glaube, in der Google Cloud hat man nur 15, ne? Wären 11. Mal sehen, wie groß er wird. Gut, Moseliesel Agrar, ich wünsche dir was. Einen schönen Abend noch. Flo Fischer, einen schönen Abend. Und Rest vom Chat natürlich auch. Und ja, ich würde sagen. Oh, mein Gaming ist auch noch online. Ich will dann rüber zu Armin gehen, der auch noch online ist. Dann könnt ihr da noch ein bisschen bei Projekt Mecklenburg zuschauen und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Gute Woche und vielleicht mal sehen, wenn wir uns wiedersehen. Munter. Bis dann erstmal. Ach ja, wir lassen den Raid natürlich noch durchlaufen. Viel Spaß noch. Und Werner nochmal vielen, vielen, vielen Dank für den unglaublichen Mega-Raid. Dankeschön. Und alle Zuschauer, die entweder neu sind, herzlich willkommen als Follow und so weiter. Jetzt dann nochmal bei Armin weitergucken. Bis dann. Tschüss.